ja, natürlich. Wie kennst du denn auch nicht Sinn? Es ist doch immer wieder dasselbe. Aber Melanie! Melanie! Brauchst du jetzt gar nicht anzufangen mit deinem Gesusels? Ja, versteh mich doch. Was? Das soll ich noch verstehen? Da müsste ich ja gerade so bedeppet sein wie du. Ich hab doch nur wollen, dass wir unser Kleid ein bisschen mehr was leisten können. Brauchst jetzt nur mehr noch zu sagen, dass ich an dem schuld bin, was du da gemacht hast. Immer wenn etwas schief geht, schiebst du es zieht eh und je mehr in die Show. Nur was gut geht. Und es kommt sowieso nur alle Schaltjahr einmal vor. Das entspricht natürlich deinem Gehirn. Da sollen sich meine Herr und Meister im Glanz von seinen Geistesblitzen. Und es wird dann noch anständig gefeiert. Melanie, du bist ja beim... Du was? Beim Pferdrennen? Beim Pferdrennen? Man kann es nicht vermächtlich halten. Man sagt doch immer, der Dimmst hat's größte Glück. Alter, siehst du mal, was du gehabt hast? Sag mal, wie viel ist denn das eigentlich, was du da so verspielt hast? Hä? Alles. Ha! Nicht selbstgeschlach. Alles? Alles. Ey, sag mal, Theo, bist du denn noch zerreden? Wenn ich gewonnen hätte, hättest du ganz anders da geschwätzt. Du hast aber nicht gewonnen. Es wäre aber möglich gewesen. Und guck mal, da hätte man unser Häuschen da am Hanauer Weiher kaufen können. Weißt du, wo du immer schon so ein Giggel drauf hast? Und dann hättest du können dein Luxuskörper dort am Strand in der Sonne ausbreiten, in voller Größe. Und die Leute, die da vorbeigegangen wären, die hätte gesagt, guck mal, da unten ist ja eine Fleischbeschau. Was kostet dann da so ein Kilo? Theo? Na ja, guck mal, wo du doch rundherum so allerhand zu bieten hast. Brauchst jetzt nicht zu spotten, gell? Man hat. Kein Jahr ist vergangen. Zieht ihr, dass ich mit dir verheiratet bin, wo mich nicht wenigstens einer hat will abwerfen. Du hast nur meine eiserne Standhaftigkeit zu verdanken, dass ich dich noch nicht bedrohen. Dass ich da nicht lache. Eiserne Standhaftigkeit, das nennst du so, hä? Weißt du nicht, wie ich dich selbst noch da auf dem Heustall verwitzt habe? Mit dem Benjamin und mit dem Sefra, hä? Weißt du nicht mehr? Ja, Blödsinn! Mit zwei zugleich werde ich mir etwas anfangen. Du liegst also immer noch? Weißt du nicht, wie ich dich damals gesehen habe, wie du mit so brünftigem Schrei auf die zwei Mannsleute, wie du dich da drauf gestürzt hast? Weißt du das nicht mehr, hä? Ich hab mich nicht gestürzt! Ich sind gestürzt! Und zwar vom Hausstall herunter! Ja, was kann denn ich davor, wenn die zwei Mannskerle ohne mir gelegen haben? Ja. So ein Zufall. So ein unglücklicher Zufall, hä? Genau, ein Zufall. Nur, dass der nicht unglücklich war, schon wäre ich nämlich noch Defe gefallen. Ja, dass ich mich da nicht kaputt lache. Mir war dein Fall da tief genug, weil ich Idiot, muss ich sagen, ich habe das gefallene Mädel noch geheiratet. Hä? Das war der einzige Gewinn, den du in deinem ganzen Leben gemacht hast. Ich? Ja. Du? Ja. Wo ich noch nicht einmal weiß, ob eigentlich unter den Umständen, wirklich unter den Umständen, wie du da runtergestürzt bist, der André eigentlich von mir ist. Also, das, mein lieber Freund, das wird wohl einwandfrei feststehen, Gott sei Dank. Ja, das sagst du, gell? Jawohl, dass unser Sohn ein Erzeugnis ist von dir, das kann wohl der gehässigste Lump nicht abstreiten. Ich sage Nummer eins. Muttermal,
Oder hast du vielleicht vergessen, dass du auf deinem rechten Arschbacke ein Muttermal hast? Ein großes, herzförmiges Muttermal. Muss nicht alles erzählen, aber man guckt sich ja nicht immer von hinten an. Das ist ja gerade richtig so. Von hinten? Haben die Leute aber schon öfter gesagt, da ist er eigentlich noch ganz passabel. Aber nur von hinten. Da ist nämlich das einzig Positive, was du noch aufwiesen kannst. Nämlich das große, herzförmige Muttermal. In das du dich aber selbemals vom Fleck weg verknallt hast, hä? Und dass du deinem ingeborenen Sohn in seine volle Herrlichkeit vererbt hast. Also, was sagst du? Bist du der Papa vom André oder nicht? Herzförmiges Muttermal. Das hat mich überzeugt, du hast gewonnen. Ach so. Ja, da soll ich noch immer recht behalten. Ist das nicht der Paar schon wieder am Tisch mit dir, ha? Ja, warte, ich komm später noch einmal, ha? Tschüss. Halt. Da geblieb. Kannst du ruhig einmal anhorchen, was für Neuigkeiten deine Herr Papa mit ins Husseren gebracht hat? Was hat er denn schon wieder angestellt? Er stellt dir vor, unser ganzes gespartenes Geld hat er beim Pferdsrenner verspielt. Beim Pferdsrenner. Was? Das hat er? Ja. Papa. Und er hat schon's überhaupt kein Gewissensbisse. Ja, soll ich deswegen da in Sack und Asche nach Rom pilgern? Willst du das haben, ne? Wäre vielleicht gar kein schlechter Plan, Papa. Weißt du was? Ich geh mit dir. Wenn der Vater mit dem Sohn einmal ausgeht, einmal ausgeht. Daher. Sag mal, du ohne stehst nie noch? Du machst dir ja gar nichts draus. Wenn ich das nutze, wenn ich da auf unsere Brille. Genau. Aber ich bin mal gespannt. Das Lachen, das wird doch schon vergehen. Mal gespannt, was ich nach der Gesichte sehe, wenn ihr in der nächsten Zeit auch der Brotkorbeche gehunkt seht. Wenn es statt Zuckerkrut und Ruller und Schwenkbraten nur noch Krut und Rebe kriegen. Jawohl! Das steht uns sowieso da. Weißt du was? André, nimm ich nicht an, dass wir in nächster Zeit das öftere da auswärts essen gehen, zum Kau oder da in die Farm, die Chateau. Schmeckt sowieso besser. Ja, warum haben wir die ganze Wirtschaft im Bitschel? Genau. Ja, aber da werden wir wohl auch nichts drehen, weil bekanntlich spielt die Musik ohne Geld nicht auf. Wenn die Frau uns zwei schöne Männer sind, ne? Also ich mein, Papa und ich, ja. Das ist klar, die sich darum für uns die Rechnung zu bezahlen. Die Frau, die wollte ich auch mal kennenlernen. Wünscht er das nur mal nicht, wenn die all da erin kämen täten, die auf uns zwei scharf sind. Welche was? Du kriegst die Gier da nicht mehr zu. Guck mal, wie blöd die guckt. Wenn die Frau zwei so schöne, standhafte Männerbandbilder sind wie die Papa und ich, da sind die dich in, dass ihre Investitionen sich lohnen werden. Ha? André, amortisiere, schwätz mal noch. Amortisiere. Amortisiere. Ja. Jetzt lernen's mal aber. Wisst ihr, was ihr zwei sind, das Verworfenste, was mir eh und je ohne komm ist. Jawohl, und du bist nicht besser wie der Alt. Du tust nicht noch unterstützen. Das viele schwer verdiente Geld. Oh, Mama, machen Sie keinen Kopf weh. Das fleht alles hier rein. Warte mal, bis ich geheiratet bin. Na, sind ja ich, wirst du mal sehen. Ja, heirate. Lass du erst einmal deine zukünftige Schwiegermutter dahin kommen, was du für ein Hallotri bist. Und ich gebe dir Brief und Siegel, dass sie nicht einverstanden ist mit dem Heiraten, mit dem Florence. Na, da hat aber es Florence noch ein schönes Wörtchen mitzuschwätzen. Kannst du da mal hinter die Ohren schreiben? Es Florence, da ja. Kennst du aber die Camilla schlecht. Wenn die nämlich einmal Nein gesagt hat, dann hilft kein Herrgott mehr. Und außerdem, wenn ich so viel Geld hätte wie die,
dass ich mich angegeben wäre, dass mir so unmoralisches Ding als Schwiegersohn ins Haus kommt. Und außerdem, wie du sagst, hat ich die Flora aus mich gegeben und ich an sie Arbeit gegeben. Sehr richtig. Schon allein wegen seinem herzförmigen Muttermal am rechten Arschbacke. Deswegen, ja. André? Sie wird's doch am Ende nicht schon gesehen, hon? Was glaubst du, Mama? Aber André? Warum bist du da auf einmal so erschüttert, Mama? Guck mal, wie die so blöd guckt. André, du hast doch nicht vielleicht schon. Aber Mama, wir gehen dann zwischen Junge da als mal auf Bärmesens in die Piss in Bar. Man geht ja auch mal baden, nicht nur in der Badewanne. Guck mal, wie die so blieb. Und dort lasse ich bestimmt nicht die lange Hose an. Zur Verdeckung von herzförmigen Reizen. Lange Hose nicht, aber so eine, wo versteckle, was nicht für jedermanns auch ist. Moralische. Moralische Hose? Ja, und kenn so dreieckige, wo mehr herzeihe, als wie sie versteckle. Dreieckige, sehr kleine, süße Bahndreiecke. Aber jetzt los, haltet ihr doch jemand anders dran, Narre? Mir langt ja dies Putt vorläufig. Warndreiecke? Puh, das ist nicht da. Was hat's denn jetzt gehabt? Soll das so eine Herabsetzung von meiner Männlichkeit sein, hä? Nicht, liebe Papa. Unsere. Denn die hat uns alle zwei gemeint, hä? Ich muss das sagen, aber du hast eine ordentlich hingeschiert, hä? Ja, wieso? Mit dem, dass du das ganze Geld verjubelt hast. Och jo, André. Es hat mich halt übermannt. Es hat müssen so kommen. Da hätte ich was Gescheiteres so übermannen. Jo, André. Wenn du erst mal so lang verheiratet wie ich bin, da übermannt dich gar nichts mehr. Das kannst du mir glauben. Ja, und unser Hus, wie steht denn da bei dir? Unser Hus? Ich glaube, es los. Da habe ich ein Problem. Unser Hus? Ja, du kennst doch deine Mama. Ey, die tut mich doch ankette wie so ein Hofhund. Was soll ich in unser Hus? Die tut jede Schwanzwedler und jeder Atemzug von mir doch überwachen. Du kennst sie doch. Oh, Papa, arme Papa, du bist wirklich so bedurre. Jetzt brauchst du nicht so blöd zu machen. Weißt du was? Genieß das Leben, solange du noch frei bist. Einmal in dem Ehejoch und du bist verratscht und verkauft. Das sah ich da. Es kann ja auch ein bisschen goldig sein, das mit deiner Florence. Aber Gold trägt. Und je schwerer etwas für Gold ist, sah ich da gleich. Umso schwerer, hör mal zu, umso schwerer trägt's auch. Ja, Papa, merci für den guten Rat. Aber mach dir keinen Kopf weh, ich werde mich schon kumpeln. Mach dir keinen Kopf weh. Du, warte mal, ich will dir mal etwas erzählen. Da sitze ich mal. Einen Moment. Hä? Sitze ich mal. Ich will doch nur, ob niemand zuhört. Ja, die Luft ist zu. Ja, was machst denn du so spannend? Dann schieß doch mal los. Ey, wenn es so spannend wird. Ey, dann schieß mal los. Also, da sitze ich immer zuerst. Sag mal, kennst du zwischen Walddusser und Waldspunner die Bach, die Frischbach, die Sexy Bach? Kennst du die? Nee. Woher soll ich denn die kennen? Aber das ist so lokal, weißt du, so richtiges. Mit allem drum und dran, ja, du verstehst mich ja, ja? Ich verstehe gar nichts. Du erzählst jede Woche, so will ich das einmal. Ja, André, was machst du denn dort? Du stehst ja froh. Was macht man denn in so einem Lokal, wo die schönsten Frauen rumlaufen? Ha? Das wäre auch der Name Sexy Bach. Ich wäre verrückt da. Und da gehst du hin? Ja, wie gesagt, jede Woche einmal. Und das habe ich ja nie. Und das ist ein Wunderwerk für die Natur. Eine schöne wie die andere, wie gesagt. Drum heißt er Sexy Bach.
Und dort gehst du? Du gehst dorthin, hä? Ja, ja, da geh ich. Und wie gesagt, das habe ich kennengelernt. Ja. Ein Wunderwerk von der Natur. Schöne hinten wie vorne. Weißt du, wie sie heißt? Die freche Lotte. Die freche Lotte? Ja, das ist aber mal vielversprechend, hä? Eine richtige Wucht. Und André, die liebt dich? Oh, jedenfalls machst du so, wa? Oh, und du liebst sie? Ich mach auch so. Du, die Feuchtwucht hat die ein Striptease gemacht. In Mitte vom Lokal. Auf dem Tisch. Doch nicht ganz. Ich hab dir gesagt, ein Striptease. Ganz, bis aufs Letzte. Und auf dem Tisch da frei sichtbar vor alle Leid? Ja, ja. Ein Rock'n'Roll hat sie hingelegt. Wie die schönste Filmstar von Hollywood. He? Nur noch sinnlicher, viel sinnlicher. Das hätte schon mal toll Sinn. Nackig? Nackig. Und du hast da zugeguckt, so ganz aus der Nähe? Du bist ein Wutz. Oh Papa, da kennst du mich aber schlecht. Ja, was war da noch her? Ein Getanz habe ich mit mir. Auf dem Tisch? Auf dem Tisch. Ah ja, die war doch ganz, ganz nackig. Hahaha, was glaubst du? Ich auch. Ha, da staunen Sie mal, oder? Ja, André, du hast dich doch gar nicht geschämt. Oh, ich war gar nicht mehr in einem Zustand, wo man sich schämen kann. Ne? Ich war total voll gesufft. Naja, das da, da soll man die Mama erfahren. Oh, brauchst du jetzt nicht so zu machen? Oh, Papa, ich bitte dich, bitte dich. Oder die Altholzappel. Weißt du, was da passiert? Da ist es aus mit der Florence und dir. Oh, die überhaupt nicht. Ich verspreche dir, ich geh dort nicht mehr hin. Also, steh auf, du Lina. Ich geh nicht mehr hin. Du kannst ruhig schlafen, lieber. Ich geh nicht mehr hin. Das will ich also mal hoffen. Oh Gott, die freche Lotte. Ein nackiges Weib auf dem Wirtschaftstisch. Frei sichtbar vor alle Leid. Oh mein André, die Altwurz hat mitgetanzt. Jesus Maria Jose, wenn das doch nicht vielversprechend ist. Ey, ich geh mal mit. Gell? Ich geh mit. Ja, psst. Das sind ja ihr zwei. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich habe noch ein kleines Blumensteckel gebracht vom Geschäft, gell? Ah, Bursche Schätzle, krieg ich einen Kuss? Ja, Sonnenaufgang am Nachmittag. Salut, Florence. Bonjour, Papa Gattere. Ja, krieg ich dann Kennschmutz? Ja, natürlich. Weißt du, Mädel, du musst immer bedenken, wenn es mich nicht gäbe, da gäb's die da auch nicht. Also, was krieg ich dann? Noch ein extra Schmutz, gell? Aber der kann abgeholt werden. Ja, natürlich. Also der da arbeitet, der kann ich mich nicht entziehen. Was machen Sie da an? Ich glaube, wir haben es mitten in zwei. Ich glaube, der ist eifersüchtig, hä? Das ist aber schön. Jetzt kriegt er gerade noch einen. Weil das so schön ist, wenn er sich aufregen tut, gell? Vielleicht hat er mich doch ein bisschen gehen, hä? Florence, wie kennt er auch da nicht? Weißt du, du bist doch der schönste Mädel vom ganzen Bitscherland. Schmächle! Jo, Florence, also von deiner Mama da kannst du die Schönheit doch nicht haben. Aber Papa! Ach so, oh Gott, das war ja eine Beleidigung. Florence, da bitte ich dich vielmals um Entschuldigung, aber ich bin halt ein wahrheitsliebender Mensch. Ja, und außerdem war früher, ganz früher, der Benjamin, sein Mann, einmal ein sehr ansehnlicher Bursch. Also die Stattlichkeit vom Papa, die hat die Mama schon längst abgekauft. Ah. Da ist nicht mehr viel davon restblieb. Ja. Deswegen hat sich der ganze Glanz direkt auf dich übertragen. Ein richtiges Goldstück.
Wo man noch lud, hinten wie vorne, oben wie unten. Das sagst du gut. Ein Goldmädchen, ein richtiges Goldmädchen. Aber Papa Gatterer, ich mache mich ja ganz, ich wär ja ganz rot. Sag mal, was ist schon da los am heilen Nachmittag? Sind das vielleicht Komplimente für 3 Monate im Voraus? Aber jetzt, Papa, jetzt sagen Sie ein bisschen, he? Jetzt tust du ein bisschen dämpfen. He? Du hast da schon noch Fregenung zu dem Geld kommen für das Theaterspielen. Sag mal, ihr zwei, will ihr nicht wissen, für was ich komme sind? So am hellen Nachmittag, mit in der Geschäftszeit? Oh, weißt du, du gehörst ja sowieso schon zu dem Mevel. Genau. Schön, dass ihr das denkt, aber leere Gott ist noch nicht so weit. Aber ich habe doch gemeint, es schon alles fix und fertig für die Hochzeit. Was für auch vielleicht selbstverständlich ist, das ist für die Mama noch lange nicht in Ordnung. Ja, hör schon mal. Was passt denn der Camilla, der auf einmal nicht mehr? Sind ihr der nicht mehr gut genug, hä? Es ist die Moral. Die Moral von meinem André. Die ist ja nicht ausgeprägt genug. Ha, soll ich vielleicht ein Knicks machen von ihr, hä? Und noch ein Handkuss? Ja, André, dann schlägst du dir halt mal die Hand ab. Macht ja nichts. Und soll ich noch, wenn der vorbeigeht, noch an ihre Füße fallen? Ja. Für das, was du von der kriegst, da wäre das nicht das Schlimmste. Mach's doch. Also, so großartig fühle ich mich jetzt doch nicht, da. Mir schon. Ich kann nichts anderes sagen. Ein richtiges Goldmädchen. Das passt mir genau in mein Programm. Also, ich glaube, das mit der Moral, das meint die Mama ja auch nicht so ganz, gell? So großartig ist halt der André. Ein so großer Hallotri. Und was mir und ihm so gut gefällt, das ist in der Mama sin Augen halt nicht solid genug. Wenn der André erst einmal verheiratet ist, da wird er so solid. Ganz wie sein Pappe. Ganz wie sein Pappe. Horch mal, André, komm mal her. Wenn wir zwei, gell, so mal spazieren gehen, gell? Geh grad nicht wie Trottel. Gell, so spazieren gehen. Na bist du, gell, wenn uns ja die Mama entgegenkommt. So sonst wie ein Dackel. Ganz still und bescheiden. Sie sollte Intro können, du bist ein kompletter Trottel. Oh, ich hör wohl nicht richtig, ja? Doch, doch, du hörst schon richtig. Trottel, ein kompletter Trottel. Das ist gut, dass es so ganz hergezuckt hat, den du mal an. Ich bin viel zu lang von mir, finde ich. Ja, weich, kannst du doch machen. So ein kleines Opfer kannst du doch bringen. Das nennst du ein kleines Opfer? Musst du ja bloß machen, bis wir verheiratet sind. Oh, und das wird ja hoffentlich nicht mehr so lange dauern, gell? Merci, ihr zwei, dass wir so mitfühlend sind mit mir, gell? Mitfühlend? Das ist das richtige Wort. Mitfühlend. Ja, der Papa ist halt ein richtig mitfühlender Mensch. Ja. Der ist sehr mitfühlend, der Papa. Richtig, richtig rührend. Ja. Wenn du es nur mal anerkennst. Sag mal, ihr zwei, ich habe noch jetzt wieder sagen, für was ich eigentlich gekommen bin, gell? Der Papa und die Mama, die sind in die Stadt gegangen, einkaufen. Und bei der seltenen Gelegenheit sind ich mal rübergekommen, für meine André ein bisschen auf sie erklären, wie er sich zu verhalten hat. Weil sicher ist sicher, gell? Ich habe gesehen. Und ich warte, sie wird einmal 5 Minuten allein im Geschäft, bitte kommen. Oh. Ah, wenn Sie nicht denn da. Es ist Florence. Bonjour, Frau Gatterer. Bonjour, Florence. Ein Nitzeklave. Um die Uhrzeit bist du schon da. Komm ich vielleicht ungelehrt? Nee, sell nicht. Aber ich wundere mich nur, dass dich die nicht strengst, Frau Mama. So früh am Tag hat 4 Arbeit machen lassen. Hey, das hat sie gar nicht. Sie ist in die Stadt gegangen, einkaufen. Und bei der seltenen Gelegenheit sind ich rübergekommen, um mit meinem André ein bisschen zu erzählen, gell? Hast so einen kleinen Augenblick. Hast halt Sehnsucht noch gehabt. Ich kann dich verstehen. Ich war ja auch mal jung. Oh, das ist schon her. Ja, das ist lange her. Und ich habe direkt einen Augenblick benutzt, um mal zu lehren, wie man sich als ein zukünftiger Ehemann vernehmen soll. Ja, und ein kompletter Trottel. Willst du das? Doch nicht ich. Aber Ihre Mama? Ah, hör ich mal. Da hat sie ja gar nicht so Unrecht. Nur wenn ein Mann ein kompletter Trottel ist. Ich sag kompletter Ehemann. Oh. Na ja,
Du stellst mich aber jetzt schön daher, hä? Aber Theo, du warst ja da nicht gemeint. Das hätt mir ja im Traum nicht infallen. So, jetzt geh ich aber, gell? Aber, ja, warum sagst du das doch jetzt da zu mir, hä? Bei euch Weiber, das kann man ja nie trauen, gell? So, jetzt geh ich, ja? Und heute Abend komm ich wieder rüber, ein paar bisschen mit das erzählen, gell? Ja, ja, und heute machen wir einen Spaziergang miteinander, gell? Oh, du und ich ganz allein, ja? Am Abribus, gell? Ja, mit wie du willst. So, und jetzt geh ich, gell? Und ich wünsche euch noch eine schöne da und behalte mich schön in Erinnerung, wenn's geht, gell? Bis später! Sali! Hey, lieb ist es Florence! Kannst du mal gratulieren, wenn du sie hast für Frau? Ja, ja, sie gefällt mir gut. Ich muss sagen, ich wollte keine andere, ja? Ich auch nicht. Derartig goldische Schwiegertochter, die passt durchaus in mein Programm. Ja, sag mal, wie redst denn du daher? Einmal tät ja gerade meine, du müsst schon heiraten. Dämpf gefälligst deine Gefühle und deine Begeisterung. Es kommt sowieso nichts anderes nach wie heiße Luft. Naja, gucken wird man ja wohl mal dürfen, hä? Papa meint ja nur mal, bei dem Geld, wo ich rede, mit meiner ja. Florence mit dem Mitgift in die Hochzeit bringt. Aha! Fast Pferd rennen, weißt du? Das Geld! Da davon wird er mal nichts davon sehen. Jawohl, da davon garantiere ich. Da garantiere ich, ja? Du? Oh. Du? Ja, Mensch, du, ich will so lohnen, wie du langsam aber sicher das ganze Geld verplemperst. Nein, nein, mein Leben, nein, nein. Das Heiratsgut von der Florence verwalt ich. Oh. Ich ganz allein, womit ich ausgerät habe. Und damit basta. Das steht auch gerade so passen, ihr zwei ausgekochte Straßenreiber, ihr. Oh. Oh. Was sagst du denn jetzt? Was sagst du da dazu? Gleich komme ich unter den Tisch und muss durch den Finger hochheben, weil ich habe es mal in der Hand. Ich bin auch ganz weg, weißt du was? Die will die Hand auf dein Geld halten. Ey, weißt du, die Bevormundung da, das ist eine Affenschande, weißt du das? Das lasse ich mir nicht gefallen. Das gibt's nicht. André Gatterer ist ein freier Mensch. Die Sklaverei, die ist schon längst abgeschafft. Das ist Mensch! Nicht gefallen. Papa, was rätst du denn so auf? Jetzt, cool. Was rätst du denn so auf? Ja, das bisschen Geld bei den Tierseespielern, den wir doch schon finden, macht dir keinen Kopf weh. Oh, ja. Das soll ich mich nicht aufregen. Aber, brav, Bub, ich beruhige mich ja jetzt wieder. Nein. Ich weiß ja, dass ich mich auf dich verlassen kann. Kannst du. Sonst verrate ich das mit der Sexy-Bar. Weißt du was, Papa? Wir können uns jetzt eine genehmigen. Gerne. So gelagt wie ich bin, könnte es auch zwei sein, hä? Ah ja, du weißt ja, ich habe drüber im Zimmer noch eine Guri-Guri-Flasche. Die habe ich fast so seltener Gelegenheit aufbaut. Ja, und heute ist so eine seltene Gelegenheit, hä? Ja. Heute ist der Anfang von einem neuen Zeitalter. Hä? Von einem neuen Zeitalter? Ja. Und von welchem Zeitalter? Ey, von dem Trottelsitzalter. Du bist ein Schlaumeier. Da gehen wir einer schnappen, komm. Aber Schätzl, es brennt ja nicht jetzt. Was sagst du? Es brennt nichts. Und ob es brennt, da schau mal unter meine Fingernägel. Wo ist sie denn überhaupt? Melanie? Wo bist denn du? Ja, was ist denn? Ach, komm gleich. Ich will es auch meinen. Ich habe nichts zu reden mit dir. Ah, Camilla, du bist's. Bonjour. Bonjour, Melanie.
Ja, wolltest du unsere gute Freundin auch mal barschen sein? Wie der Mensch, Schätzen? Von mir ab, bonjour. Bonjour. Ja, und die Hand gibt vielleicht der andere, hä? Wie der Mensch, Schätzen? Bonjour. Aber du hast ja eben deine Taube auch nicht gegeben. Das ist ja etwas anderes, ich bin eine Frau. Schön, dass ihr mal erinnert zu uns. Wo soll ich denn das nun schreiben? Will ich auch nicht sitzen? Merci, Melanie, da das Paar sind ich dir sehr dankbar. Mit dem Strom machst du halt die ganze Stadt da mit dem Benjamin. Na, hopp, musst du separat die Inlagerung haben. Setz dich mal. Nee, Schätze, ich weiß doch, was ich gehört. Nur dir. Ach so, ja. So, jetzt setz ich. Hopp, jetzt. Schon da, Schätzel. Was darf ich euch denn anbieten? Vielleicht ein bisschen Erfrischung das? Oh, das ist nicht notwendig. Ich musste nur mal keinen Unstand machen. Wenn ich, wenn es möglich wäre, und da hätte ich gerne so einen kleinen Schnaps. Du bist nicht gefragt, du. Muss schon entschuldigen, Melanie. Aber der Benjamin muss immer das Wohl aufmachen. Ei, wo heißt mal, wenn ein Durstig ist, ha? Ich bring dich etwas zwar auch auf zum Munteren, hä? Aber kein Alkohol! Deinen Vertrag mit dem Benjamin nicht. Ein Glas Wasser tut's auch. Ja, Camilla, das Wasser ist doch da, für sich zu waschen und nicht für zu trinken. Ich bring dir ein frisches Limonade, gell? Komm, gleich! Also, man muss sich direkt genieren mit dir. Ich komm daher mit der Unannehmlichkeit und du verlangst noch eine herrschaftliche Bewertung. Ja, Schätzel, darf so arme Mann wie ich auch nicht einmal durstig sein? Immer so ein Augenblick wie der und er trägt ein gebildeter Mensch seine Bedürfnisse. Wenn du sagst, Schätzel, ich will's auch. Ohne Trick ich halt meine Bedürfnisse. Ich will's auch, Männer. Wir sind ja schließlich nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen gekommen. Nee, Schätzchen. Eben. So. Ganz frisch aus dem Frigidaire. Das wird doch bestimmt gut tun. Ja, hopp. Mini, Kami, die hat gesagt, ich habe jetzt überhaupt keinen Durst mehr. So ein Blödsinn, was der Mensch nicht alles zusammenredet. Da trinkt jetzt schon. Merci, Kami. Bei der Melanie musst du dich bedanken, nicht bei mir. Der Kerl wird von da zu da verkalten. Also, hopp, trink jetzt. Zum Wohl. Ha? Camilla. Und jetzt erzähl mal, was gibt's denn Neues? Ich komme ja so selten aus dem Bau, da sind ich für jede Neuigkeit dankbar. Natürlich, da, davor habe ich volles Verständnis. Und das, was ich dir berichten werde, das wird dich interessieren. Oh ja, das freut mich. Da sind ich aber gespannt. Ah, nicht so frei. Denn ob du dich noch, ja, ich meine, was ich dir gesagt habe, um was das geht, ob du dich da noch freier wirst, das wird mich bewundern. Oh je, ey, du sagst ja, das so Unheil drohen. Ey, da kriegt man es ja gerade mit der Angst zu tun. Kind schon sehen, ja. Ey, jetzt spann ich mal nicht so auf die Folter. Was, um was geht's jetzt? Nur mal langsam, alle Schände rein. Das, was ich dir zu berichten habe, das muss mit einem kleinen Löffel hingenommen werden. Oh je, also dick wird's doch jetzt nicht kommen. Sehr speichern. Und noch drehen. Jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt. Du sagst es ja so, wie wenn jetzt der Vieh ausgebrochen wäre. Das bricht erst aus, wenn du gehört hast, um was das geht. Schätzel, muss ich da dabei sein? Ich geh jetzt lieber nuss frische Luft schnappen. Nächster, du bliebsch! Es tut dir ganz gut, wenn du mit anhören musst, was jetzt kommt. In Zauber sollst du jedes Wort
dass du weißt, dass nichts so verheimlicht bleibt, was so ein menschliches Tauchen nichts verbrecht. Ganz wie der Mensch, Schätzl. So, und jetzt unterbrech mich nicht die ganze Zeit. Das wäre ja nicht das erste Mal. Ah, einmal ist schon zu viel. Wo sind wir dann stehen geblieben? Du hast ja noch gar nicht angefangen. Oh, ach so, ja. Ah ja, dann fangen wir jetzt mal an. Also. Mit dem Adam und mit dem Eva nackig auf dem Tisch. Ah? Alle. Melanie, es ist doch jetzt schon. Der André, hast du doch, der ist doch jetzt schon mehr wie 20 Jahre alt, gell? Samuel, was hat denn jetzt meine André mit Ihnen Neuigkeiten zu tun? Besteht da vielleicht ein Zusammenhang? Nicht überbrechen, alle schön rein. Es ist doch jetzt schon 20 Jahre her, wo du so stolz warst, dass deine André ein Erkennungszeichen hat, und er vor aller anderen kennt aus Zeit. Stimmt das? Ja, das stimmt. Das Muttermal, ja, das stimmt. Und hast du das Muttermal an deinem Baby nicht jedem gezeigt, was hat will er sehen? Ah ja, doch, weil es doch so einmalig war. War? Also etwas verliert man doch nicht? Ah ja, klar, wie's habe ich es ja noch. Und es ist wirklich etwas ganz Besonderes, weil nämlich seine Papa genau an derselben Stelle genau dasselbe Muttermal hat wie er. Bist du der Meinung, Melanie, dass er noch ein anderer Mann so ein Muttermal haben könnte, wo ich doch, wenn ich mich gut erinnern kann, noch herzförmig war? Nee, ganz bestimmt nicht. Das will ich wissen. So etwas leicht sich die Natur so schnell nicht wieder. Jetzt denk dir, Melanie, was mir heute passiert ist. Ah ja, ich weich dir zu. Schätzl, kannst du mich jetzt wirklich nicht entschuldigen? Ich kann jetzt wirklich Levanus frische Luft schnappen. Nix da, du bleibst! Du sollst sitzen bleiben, habe ich gesagt. Und das Maul halten. Daher? Wäre es nicht besser, Schätzl. Du denkst mal das Maul halten. Jetzt laden wir einen den anderen Benjamin, wenn wir das Maul verbieren. Jetzt hört sich doch alles auf. Ein Schätzl, du hast mir's eben doch auch gerade verboten. Ei, du hast ja nichts zu vermelden, aber ich? Jetzt. Bitte, Mensch, Schätzl, bin ja schon da. Jetzt hör mal auf, da rum zu disputieren, gell? Was ist denn jetzt mit der Mutter mal da? Rust mit der Farbe, was ist damit? Ah, kann schon gar nicht mehr werden, hä? Da spitze mal deine Ohren. Ich sag dir nichts mehr, nichts mit meinem Benjamin, durch die Straße spaziert sind, hab ich plötzlich im Zeitungsgeschäft ein Heft gesehen. Mhm, na und? Ei, Melanie, das war so eins. Du weißt, das zeigt so verschiedene unanständige Sachen. Also, ich verstehe nichts. Was soll denn dein Heft da mit dem Muttermal zu tun haben? Manches, Melanie, manches. Ja, was meinst du jetzt da damit? Dass du dir das Bild auf dem Heft mal anschauen sollst und das in seiner ganz Herrlichkeit. Ei, was soll ich denn das Bild da anschauen? Was hat denn das Bild mit der Mutter mal zu tun? Das Heft da, das kann ich mir nicht anschauen. Du hast doch gesagt, da sind so unanständige Sachen drin. Jetzt schau dir mal das Bild an. Ja. Was siehst du denn da? Was sehe ich denn da? Zwei Nackige? Stimmt. Und wie? Sie tanzen. Und wo? Auf einem Tisch. Genau. Und da dabei zeigt das männliche Individuum sein Beschauer sein Hinterteil zu. Gott sei Dank. Ja, schön. Und was ist da damit? Ein Loh doch einmal, fällt da an deinem Hinterteil nichts auf. Hey, was soll mir denn da auffallen? Aha! Camilla! Geht dir jetzt ein Licht auf? Du wirst doch nicht sagen, wie das ist doch. Deine André, so ist's. Ei, das ist doch meine. Das ist ja unfassbar! Gell, das hab ich auch gesagt. Ei, wie kommt denn meine André in so ein Heft? Ja, wenn
man so ein reizendes, herzförmiges Muttermal hat. Das ist ein Fehler. Das ist ein Irrtum. Das ist ein Fehler. Das kann nicht sein. Ja, hast du nicht gesagt, dass außer deinem Mann und deinem Sohn niemand seine Muttermal haben kennt? Ja, aber meine andere, der lässt sich doch nicht so fotografieren. Ja, er lässt wie sich Zeit, scheinbar doch. Ja, du hast recht. Das ist das Muttermal. Eins steht die Welt nicht mehr lang. Jetzt wäre ich verrückt. Das habe ich auch gesagt, wie ich das Bild gesehen habe. Genau, Schätzel, das kann ich verzeihen. Das hast du auch gesagt. Und das Bild überhaupt so schön farbig ist. Benjamin, du hast nicht die Farbe und das Muttermal gesehen. Du hast die nackte Frau gesehen, die mit dem anderen tanzen. Die sieht ja gut aus. Benjamin, ich glaube, du kriegst auch noch die Lunge, gell? Schon vorbei, Schätzel. Da, lass mich an. Lass mich an. Deswegen ist sie ja vorbei, Schätzel. Also, es ist nicht zu fassen. In meinem Kopf geht es herum wie in einem Mühlenrad. Meine andere und so etwas? Ja, ja, so kommen sich Teile an deinem Manns Bilder, gell? Aber das lasse ich nicht auf sich ruhen. Keine Minute länger. Warte mal. Andre! Andre! Das ist schamlos. Das ist. Mir fehlen die Werte. Hoffentlich nicht, wenn du das Heft deinem Sohn oder die Nase hübsch? Hoffentlich nicht. Nein, Camilla, dann bestimmt nicht. Aber ganz bestimmt nicht. Ich sage das noch einmal, hoffentlich. Ah. Ja, was schreist denn du so da rum? Der ist doch auch schon da, hä? Sag mal, ich hab ja gar keinen Beruf. Geh mal weg. Deine Dorne buche ich. Komm du mal her. Hä? Ich kann nur mehr sagen. Schäm dich. Pfui. Ja, warum? Mama! Du hast noch den Kühlofass gefahren. Warum? Da nur mal daher, du ganz verworfene Mensch! Was ist denn mit dem Heft da? Was ist denn damit? Ey, frau doch nicht so dumm! Schau das mal an, das Bild, das du da in der Hand hast. Na, fragst du nicht mehr? Das Bild, was ist denn das Bild? Frau doch nicht und schau! Na, fragst du nicht mehr? Oh, leck mich an die Kopf! Geschlagen. Das ist schon möglich, das ist schon möglich. Wie kommt denn das in die Zeitung da? Das möchte mir auch wissen. Das ist doch nicht fassbar. Ich glaube, was ist denn da passiert? Aber schau mal an. Ist das nicht gruselig? Um Gottes Willen, mich trifft der Schlag. Schrecklich, Frau Vater, gell? Schrecklich muss das sein. Schrecklich, das ist ganz unbeschreiblich schrecklich, du wutzt da. Ich frage mich nur, wie das in die Zeitung da kommt. Wer hat denn das nochmal aufgenommen? Ich mach doch nicht so dumm. Ein Reporter natürlich. Und da dabei noch in einer so Stellung mit einem zweideutigen Weibsmensch. Jawohl, das fällt doch einem auf. Das ist doch so eindeutig wie deine Gumme in der Mitte vom Gesicht. Ich verstehe nichts. Ich verstehe nichts. Wie der Mensch leben kann, er versteht nichts. Aber das, was ich dir jetzt sagen werde, das wirst du verstehen. Aus deiner Heirat mit meiner Florence gibt's natürlich nichts. Oh! Camilla, ich bitte dich. Da gibt's nichts zu bieren. Ein Mann, wenn man solche Vorleben kommt, hat meine Tochter nicht in Betracht. Mir wird's ganz anders. Wie schallt der Kuckuck jetzt? Mensch! Der Kuckuck? Ja. Der Kuckuck, der soll mal deinen Herr Sohn holen. Es ist doch ganz normal, dass es Camilla nicht mehr in die Einwilligung gibt für die Heirat mit dem Florence. Wenn ich an ihre Stelle wäre, hätte ich doch genau dasselbe machen. Wenn du es nur mit einsiehst. Ein Schwiegersohn in Spee und noch nackig in der Zeitung? Nein! Und das alles noch so schön farbig! Ich sag gar nichts mehr. Da gibt's auch nichts mehr zu sagen. Das ist ja besser so. Doch, es gibt was zu sagen noch. Ah? Ja, und das wäre? André, jetzt helfe, was helfen kann. Mein Schatz, da noch was helfen kann? Pass auf jetzt. Ich muss euch ein Geständnis machen. Ein Geständnis? Ja, und das wäre? Ja, was ist denn das? Haben wir da noch nicht genommen?
Der Nackische da in der Zeitung. Das ist nicht der André. Der wollte sich ja nur opfern, der arme Bub. Opfern? Ah ja. Opfern? Ja, was soll denn das? Der Nackische da in der Zeitung, das bin ich. Mondel. Oh. Ich glaube, Jol, da ist jemand am Auswandern. Komm her! Mama, bist du da? Mama! Ja, ich bin noch da. Aber in 2 Minuten sind ich fort. Du kannst uns doch so nicht so verlassen, ohne Abschied. Jawohl, kann ich. Deinem Papa habe ich nichts mehr zu sagen. Ich bin ja schließlich auch noch da, ne? Der schrieb ich mal, wo ich bin. Da kannst du mich besuchen. Also, Mama, du kannst mit dem Wehren da doch keinen Sommeraufenthalt machen. Du verkältest dich ja. Ich verkält mich. Deine Papa wird sich verkälten und nicht ich. Und ich gehe nicht auf Sommerfrische. Ich zieh aus. Kein da länger blieb ich mehr in dem Bau. Also das kannst du dem Papa nicht antun, Mama. Das kann ich nicht antun. Ohre Mensch, du vielleicht. Ich lass mir gefallen, was mir deine Papa angetan hat. Boah. So schlimm war das jetzt auch nicht, hä? So? Ist das vielleicht nix, wenn sich ein Mann puddelnackig auf einem Wirtschaftstisch mit einer genauso puddelnackigen Frau amüsiert? Amüsiert? Papa hat sich nicht amüsiert. Der hat getanzt, hä? Und das ist ein großer Unterschied. Für mich nicht. Und noch dazu, groß in der Zeitung. Und noch dazu auf dem Titelbild, wo jeder, der an einem Zeitungslager durchlaufen, in seine volle Nackigkeit betrachten kann. Oh, von hinten. Da kennt ihr keiner von hinten. Du weißt ja, von hinten sind sie alle selber. Er mit. Er gleicht sich doch selbst. Er hat doch das Muttermal. Oh, wer weiß das schon? Außer Benjamin und Camilla, sonst weiß ja niemand. Nee, allein, dass deine Papa in so ein Lokal geht, wo man puddelnackig auf dem Tisch tanzt, das langt mir. Kein Wort mehr drüber. Ich lass mich scheren. Willst du das nicht noch mal überlegen, Mama? Ha? Überlegen? Ja. Da gibt's nichts mit zu überlegen. Da gibt's nur noch eins. Die Konsequenzen zu ziehen. Sich in Sicherheit bringen. Bevor man in deine ganze Morasch da mit der Ring gezogen wird. Das Wort Verzeihung kennst du wohl auch nicht, hä? Verzeihung? Ja. Ey, was verlangst du da von mir? Ja. Mitschuldig soll ich werden? Damit er sich vielleicht morgen gar von vorne ohne Hosse in der Zeitung zeigt? Ja. Das wäre gar nicht gekommen. Das würde ich noch finden. Mit deinem Papa ist alles möglich. Das wollte ich gewollt sehen. Ja, damals. Es ist ein verkommenes Individuum, durch und durch. Ja, sag mal, Mama, wo willst du überhaupt hingehen?
das weiß ich nicht. Irgendwo hin halt. Nur mehr nicht ohne einem Dach mit dem Verbrecher. Ja, mal, mit was willst du leben? Du hast ja nichts drauf. Ah ja, der Papa hat ja alles gespielt. Ja, eben. Aber das, was ich brauche, das verdiene ich mir schon. Oh, und an mich hast du auch wohl auch nicht gedacht, hä? Ja, nur der Papa und ich. Ja, André, wenn du mal mit Florence verheiratet bist, gell, dann geh ich dir ja nicht mehr fort. Wenn ich Florence noch kriege? Um Himmels Willen, und das habe ich ja gar nicht gedacht. Mensch, du, das ist Camilla, du kennst sie ja, sind die einzige Tochter im Sohn, wo man so Sittestolz hergibt. Das denkt mich schon, hä? Kennst du ja? Ja, da muss ich ja noch mal mit der Camilla reden. Wenn das jemand ins Reine bringen kann, das sind ich das ja. Ajo. Da kann ich dich ja nicht so im Stich lassen, da kann ich nicht auszählen. Schließlich kannst ja du nichts dazu für das, was deine Papa gemacht hat. Nix, gar nix. Du hast ja nicht getanzt auf dem Tisch, gell? Du machst schon ja so etwas nicht, hä? Oh, Moment, du kennst mich ja. Ja, dazu hab ich dich ja viel zu sittenstreng aufgezogen. Ja, ja, Moment. Das sollte vielmals merci, dass du mich so streng aufgezogen hast, gell? Das, was deine Papa gemacht hat, das kennt dir ja nie in den Sinn. Oh, nee, nee. Du kennst mich ja. Ja, eben. Und deswegen muss ich ja inlenken. Für meine brave, arme, unschuldige Bogen. Mach dir nichts draus. Die Mama wird schon richten. Kann ich die Sache wieder auspacken, hä? Vorläufig, bis alles geregelt ist. Aber dann sehe ich die Wolke. Das versteht sich von allein. Oh ja, das ist. Ja, das ist so eine Art Frist, hä? Oh was? In der Zeit. Kann allerhand passieren, hä? Oh, ja, ja, Moment. Kann allerhand passieren. Jawohl. Kommt Zeit, kommt Rat. Ja. Ingepackt löse ich auf alle Fälle. Dann tut es nur 2 Minuten, bis es mal so weit ist. Wie die Mensch später. Ja, bonjour, Frau Gatterer. Ah, bonjour, Florence. Gut, dass du kommst. Ich muss mit der Rette. Ah, ich mit doch auch. Bei dem habe ich mich fortgeschlechtet. Hoffentlich hat mich niemand gesehen. Ah, ja, na und? Was ist denn da schon dabei? Sound das nicht? Die Mama, die tobt daheim rum. Und ich weiß noch nicht einmal nicht, für was. Ah, nicht nur die tobt. Ich tob auch. Was ist denn passiert? Für was sagt mir da niemand etwas? Ist etwas vorgefallen? Ah, ja, ist etwas vorgefallen. Doch nicht mit meinem André? Nein, nicht mit deinem André. Das ist ja ein braver, anständiger Bub. Über den kann man nichts klären. Aber da davor über seine Papa. Seine Papa? Ja, was hat denn der angestellt, dass die Mama so tut? Etwas, was man einem jungen Mädchen gar nicht erzählen soll. Deine Mama, die verschweigt es dir ja nur, weil sie Angst hat, dass du an deine Seele kannst Scharen kriegen. Einer ist ja etwas ganz Böses. Ein mir langsam. Aber sag mal, der Papa Gatterer, der ist doch sonst ein so lieber Mensch. Ja, von vorne. Aber von hinten ist er gruselig. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich werde dich gleich aufklären. Ja, was ist denn jetzt passiert? Hör mal zu. Deine Mama, die soll nicht so um den heißen Brei herumrennen. Schließlich stehst du ja vor deiner Hochzeit. Na, bist du alt genug, um zu erfahren, was es auf der Welt für abgrundtiefe Schrecklichkeiten gibt. Jawohl. Stell dir vor. Von meinem Theo ist ein Bild in der Zeitung, auf dem ein Puddelnackig auf einem Wirtschaftstisch ein Sextanz abtanzt. Nee. Doch. Und das war schon alles? Ja, begriffst du denn nicht? Er hat getanzt. Ich versteh's ja schon, auf einem Wirtschaftstisch. Und pudelnackig? Pudelnackig? Ja, pudelnackig. Ja, was sagst denn du da dazu? Fantastisch. Hä?
Fantastisch, einfach fantastisch. Ja, wohl nicht recht. Das ist großartig, der traut sich ab. Ja, ja. Jetzt blieb mir der Verstand stehen. Du lachst noch da drüber? Das ist ein Mann. FKK auf dem Wirtschaftstisch. Sein Bild ist doch ganz groß in der Zeitung. Du gehörst vielleicht dahin? Jetzt steht die Welt nicht mehr lang. So nimmst du das auf? Ja, warte mal, wenn das deine Mama erfahren soll. Jetzt weiß ich, was die Mama so tobt. Jetzt geht's mir grad besser. Und ich hab gemeint, dass du, wenn du erfährst, was für Eskapade der Papa da macht, dass du mir den André nehmen willst. Der André nehmen will, weil so etwas. Ich glaub, es geht los. Und seit wann muss dann der Bube zahlen für die Dummheiten vom Papa? Also, alles ja ich gefasst gewesen. Aber dass du dich noch über deinen Skandal da belustigst, das hätte ich nicht geglaubt. Also, Frau Gotterer, ich habe noch ja fast noch einen extra Schmutz verdient. Ich sag vielmals merci für die umwerfende Neigkeit. Was? Du bedankst dich noch, Biber? Und wie heißt so schön? Da stehe ich, ich kann nicht anders. Pudelnackig in der Zeitung und vom ersten Blatt. Phänomenal, ein Bump! Was sagt man denn jetzt da dazu? Das Frauenzimmer, das amüsiert sich noch über deinen Skandal? Und so etwas gibt's? Das ist die heidige Jugend! Überhaupt kein Moral! Pfui, Teufel! Gott sei Dank, keiner da. Wo ist dann die Altschaprak da? Da drin ist sie. Hoffentlich bleibt die noch eine Weile, bis es sich ein bisschen abgekühlt hat. Oh je, mein Kopf. Ich weiß nicht, aber anscheinend hat die mich mit dem Teppichklopper doch mehr verwitscht, wie ich gemeint habe. Sonst wäre ich schon nicht so neben der Kapp. Oh Gott. Papa, wo bist du? Leise. Was Papa? Ja, ich bin da. Das heißt, ich glaube, ich bin nicht da. Hätte ich mir doch den ganzen Schädel zertrümmert. Sowas ist normalerweise Lynchjustiz, weißt du das? Aber die hat mich doch mehr getroffen, wie ich gemeint habe. So viel Temperament hätte ich dem alten Vorderlader doch gar nicht zugetraut. Oh, mein Kopf. Leise. Das ist schon nicht alles, Papa. Sie hat gesagt, sie will uns verlassen. Und für immer? So hat sie das, die kann laufen. Ja, hol dich das, mit dem, was du umgestellt hast, ha? Jetzt bist du aber still. Ich opfere mich für dich. Und du tust mich doch noch verspotten, hä? Tu dich für mich opfern, Papa. Lass mich doch lachen. Das ist nicht der richtige Grund, weswegen du dich wie die Untat auf dich genommen hast, Papa. Nee. Das ist nicht der richtige Grund. Ja, sag mal, André. Was für ein Grund soll ich dann schon haben, hä? Das Geld, das liebe Geld, die Mitgift, die du fortschwimmen gesehen hast auf einmal. Das Geld fürs Pferdrennen. So steht die Geschichte. Da sieht man mal wieder, wie man verkannt wird, hä? Wo ich doch nur aus edle. Nur aus edle Motive gehandelt han. Edle Motive. Ich lass mich wahrscheinlich von dir belehren, Papa. Jetzt reden wir kein Blödsinn. Du sagst, die Mama, die will fortgehen. Ja, die hat alles dazu gekriegt, ja? Und sie will sich sogar von dir scheren lassen. Gut, sag mal. Oh Gott, das geht doch nicht. Die kann uns doch nicht so einfach jetzt so allein lassen, hä? Sie hat gesagt, sie kann.
Das ist ja eine Katastrophe, das da. Ei, Papa, wie kannst denn du in der Wirtschaft Pudelnagel auf die Stand? Also nee, Herr. Also nee. Ich verstehe dich wirklich nicht, Herr. Lausbub, du. Lausbub, du verdreckter da. Also. Ich werde dir gleich da eine überziehen. Aber jetzt sagen wir mal, wie wir da aus der ganzen Geschichte wieder rauskommen, hä? Hey, du musst als Held spielen, als Held und Martyr der Familie. Sei tapfer, Mama, sei tapfer. Ich glaube, du willst wirklich einer hinter die Ohren als Held und Märtyrer, hä? Du meinst wohl. Pass auf. Du meinst wohl, weil du eine abgeredet hast, soll ich auch eine abgehen? Aus Solidarität, hä? Ja. Da sieht man's mal wieder. Wer den Schaden hat, der braucht für den Spott nicht zu sorgen. Soll ich vielleicht mit dir Brille, Mensch, was hat er benutzt? Ja, André, sag mal, was sollen wir? Was können wir dann jetzt eigentlich machen, hä? Videospiele, Papa, Videospiele. Wenn du doch siehst, dass uns die Mama verlassen will. Die will, ja. Aber wir wollen nicht, Papa und ich. Wenn sich die Mama was in den Kopf gesetzt hat, da kann die kein Erdbeben und auch kein Dritter Weltkrieg davon abhalten. Du weißt doch, was die für ein Stier ist. Ja, selbst schon, aber Schlauheit, männliches Hinterlicht, Papa. Das da ist mir aber jetzt zu hoch, gell? Ich geb dir mal ein Rot, Papa. 100.000 Dollar Rot. Ja, und der wer? Der Fall in Irrsinn. Hä? Hä? Ja, hä? Spielt der Verrückte? Ja, bin ich verrückt jetzt, oder wie? Das hat ja niemand. Aber du sollst es spielen. Ja, und jetzt sagen wir mal, warum. Pass auf, Papa. Wenn du verrückt bist, ja, dann konnte niemand etwas willen, weil du selber mal der Striptease auf dem Tisch gemacht hast. Du warst, hast einfach nicht deine sieben Sachen gehabt. Du warst einfach nicht bei dir. Ja, und wie du neuer wieder zu dir gekommen bist, hast du von nichts mehr gewusst. Oh, das ist gar keine so schlechte Idee. Ich kann mich einfach an nichts mehr erinnern. He? Ja, und außerdem besteht die Gefahr, dass so etwas nur mal passieren kann. Ja, bist du bekloppt? Nackig dann so vom Tisch, das kannst du von mir doch nicht erwarten. He? Nee, sag ich ja nicht. Allein die Gemäßigkeit, dass das noch mal passieren kann, das ändert die totale Situation. Mit dem, dass du nicht verantwortlich bist. Du hast recht, das dort, das leuchtet mir in. Du brauchst nur hier und da so eine Unfallsachen und schon sind wir rausgekommen. Ja, André, jetzt sagen wir mal eins, kann ich dann das meiner Melanie da antun? Geistesverwirrung. Mit dem Vorschlag könnte ich mich eigentlich schon mal anfreunden. Nix könnte. Du musst, wir müssen. Wir haben gar keine andere Wahl. Nicht schlecht. Wenn ich für nichts verantwortlich bin, muss man mir auch alles verzeihen. Alles, Papa, alles. Und wenn man mir alles verzeiht, da habe ich doch gar nichts gemacht, hä? Nichts, aber nichts, genau. Und auch das was ich da jetzt in Zukunft machen werde, hä? Ja, in Zukunft auch. Pferdrennen und so, hä? Aber nein, das habe ich nicht gesehen, hä? Ey, Bub, ich mach's. Ich mach's. Also, das eröffnet ungeheure Perspektive. Ja, aber muss ich bitte dosieren. Wie der Apotheke die Arznei dosiert. Ja? Sonst stecken die dich auf einmal noch ins Nahrhaus, auf Steinbach. Oh, ich dosiere schon. Ja, sieh schon. Das mache ich das ganze Zeit schon in unserer Ehe. André,
Der Tanz mit einer Frechlotte, der war auf einmal gar nicht mehr so schlecht. Welche was? Das eröffnet ungeheure Perspektive. Auf, Papa, kannst du jetzt so langsam anfangen zu spielen? Nadine! Je früher besser. Alles hier, du hast schon verstanden. Natürlich, Bub. Von wem du das nur hast, so Idee. Aber vorher? Von deinem Papa, gell? Ja, von meinem Papa, ja. Vorher kennt ihr das schon. Aber vorher gehst du noch ein paar Minuten raus. Du hast doch gesagt, ich soll gleich atmen. Ja, schon gut. Aber ich muss doch die Mama benachrichtigen. Sonst, wenn die auf einmal sieht, dass du total durchdrehst, dann kriegt die ja Schlag. Ah, richtig. Ja, Bub, du sollst sehen, was für Talente in deinem Pappe stecken. Ich bin der geborene Wahnsinnige. Jetzt geht noch ein Lüster. Und dann kommt das grausame Spiel und vor. Wer schon wollen sehen? Avanti, los! Genau, infernalisch. Mama! Wo ist die Nummer jetzt? Mama! Bist du da? Ja, kannst schon rein kommen, ja? Nee, es ist mir besser, du kommst schon rein. Ich stell's noch wichtig. Ob es wichtig ist? Das ist sogar sehr wichtig. Ah ja, ich bin schon da, was gibt's denn? Komm da daher, Mama. Komm, setz dich mal da gerade eine Minute. Ich habe etwas mit dir zu reden. Setz dich mal ganz bequem. Wenn es etwas über deine Papa ist, brauchst du gar nicht anzufangen. Brauchst dich gar nicht anzustrengen. Jetzt setz dich mal da an und hör mir doch so wenig dazu. Na schön. Ich sitz. Was gibt's? Aber wenn das nicht gern herrscht, ich muss dir trotzdem etwas über den Papa erzählen. Schon ausgerät. Ich will nichts hören. Jetzt gib doch mal sitzen und hör mir doch zu. Mehr zu lieb, so will ich das. Ja, also gut. Dir zu lieb. Na also, ich sitz. Schieß los. Jetzt weiß ich nichts mehr. Das kann ich mir denken. Aber mach schnell. Ich habe nämlich nicht viel Zeit. Ah ja, jetzt kommst du mir hin. Hast du auch schon bemerkt, dass der Papa die letzte Zeit ziemlich, also mehr so wenig, das ziemlich verwirrend vorkommt? Ja. Das habe ich gemerkt. Ich meine gerade, der ist allgemein nicht ganz zurechnungsfähig. Hä? Nicht zurechnungsfähig? Ja. Was soll denn das jetzt heißen? Ja, zum Beispiel mit dem Tanz auf dem Tisch, mit dem Nackig-Tanz. Das macht doch kein normaler Mensch. Nee, das macht kein normaler Mensch. Drum eben der Papa auch nicht. Ha? Der muss nicht ganz bei sich gewesen sein, wie er das gemacht hat. Der muss etwas gehabt haben. Ne? Ja, stimmt. Wir kennen es schon fast, Männer. Ja, ich sag es. Der Papa ist krank, der ist krank, der arme Mann. Ne? Krank? Ja. Wirklich krank? Ja, der ist irre, total irre. Irre? Wie meinst du denn das jetzt? Irre? So etwas habe ich ja noch gar nicht gedacht. Musst du aber machen, wenn du ehrlich bist. Stimmt. Deine Papa ist manchmal ein bisschen komisch. Das hast du auch bemerkt, gell? Ja. Er hat manchmal so komische Anwandlungen. Verstehen wir Männer? Unfall. Ganz genau, Mama. Ganz genau. Unfall. Du hast gesagt, das ist das richtige Wort. Ja. Wenn ich so nachdenke, ist er sowieso in der letzten Zeit nicht ganz betrost gewesen. Genau, du sagst. Eigentlich waren noch nie richtig im Kopf. Und jetzt siehst du ihn, dass es von seiner Verrücktheit kommt, ha? Jetzt sehe ich das ihn. Aber ich habe ja gemeint, es kommt von seinem idiotischen Charakter. Nein, das kommt von seiner Verrücktheit, ha? Du hast mir die Augen aufgemacht. Ich war ja blind. Na, ganz genau. Jetzt geht mir ein Licht auf. Seine ganze Spinnerei, das Nacktanzen und das Pferdrennen, das war alles der Ausfluss von seiner kranken Gehirnwindungen. Ganz genau, Mama. Ja, wir müssen ihm verzeihen, dem armen Papa. Der kann nichts davor.
Ah ja, muss man ihm verzeihen. Ja. Mitleid muss man mit ihm haben. Ah ja, Mitleid. Du hast genau das richtige Wort gefunden, ne? Mitleid. Ja, Mitleid. Nachsicht muss man ihm haben. Ja, ja, wir müssen das reichen. Ja, ja. Wo ist er denn? Ich muss ausbessern, was ich in deinen Jahren alles falsch gemacht habe. Der Arme? Ich glaub, ich kenne schon. Ich glaube, er kommt. Aha. Ah, er kommt. Aber er darf nichts erfahren, dass wir zwei darüber geredet haben. Kennwort, ne? Nein. Ich bin ja ganz erschüttert. Siehst du, Mama, das hatten wir schon. Der Gott der Seligkeit ist da. Kommt, lass dich beglücken, meine Tochter. Ich bring euch frohe Botschaft. Der Frühling, der Frühling ist ausgebrochen. Theo, das ist aber schön. Riecht ihr es nicht? Die Kanäle, sie stinken schon. Wer ist denn diese alte Schachtel da? Theo, kennst du mich denn nicht? Theo, ich sind's doch, Geliebte. Dich? Nicht, dass ich wüsste. Bist du nicht die Großmutter vom alten Dracula? Aber Papa, das ist doch die Frau. Jetzt ist schon der Oliver geschnappt. Theo! Ich sind's doch, die Melanie! Die geliebte Melanie! Ich kenne keine Mela und eine nie schon gar nicht. Räum mir diese Leiche aus dem Weg. Die hat schon zu lange in der Sonne gelegen. Ich keine Angst haben, Mama. Das ist nur so ein Anfall. Das ist jetzt schon vorbei. Ja, hoffentlich, ja, hoffentlich. Aber Papa, sag mal, kennst du mich so wenig das noch? Das weiß ich. Das weiß ich sogar sehr genau. So wie du gebaut bist, bist du der Glöckner von Notre Dame. Da soll nicht jemand sagen, dass das kein gescheiter Mensch ist, ha? Sagt das wer? Man übergebe ihm den Henker. Rübe ab! Ratsch! Henker! Wird er noch aggressiv? Beruhig dich, Mama, ich hab dir gesagt, das sind nur so deine Unfälle. Das geht schon noch vorbei. Aber Papa, ich sag mich mal. Ja, ja, hör gut. Ich sag mich mal interessieren, wer du überhaupt bist. Wer ich bin? Das weiß ich sogar sehr genau. Sieht man nicht an meinen glutunterlaufenden Augen, wer ich bin? Ich bin der Tiger. Der Tiger von Eschnapur! Papa! Ich bin's! Papa! Nein! Beruhig dich, Papa!
dich beruhigen. Was machen wir denn, wenn du mich bist? Beruhig dich, Papa. Da holen die dich in Ordnung. Nicht solange dieses Gespensterschiff vor meinen Pupillen schaukelt. Soll ich vielleicht gehen? Ja, Mama, es ist besser, du gehst schon. Aber da holen die dich in Ordnung und beruhig dich. Bist du mal harmlos, ne? Hoffentlich. Na, so eine Person ausgerechnet, das muss uns passieren. Wenn die das doch mitkriegt, dann fliegt der ganze Schwindel da auf, hä? Mensch, war das doch gut, hä? Das hat mal geklappt, hä? Das hat mal geklappt. Hast du gesehen, wie die geguckt hat? Was die für Angst hat, hä? Ja. Aber jetzt müssen wir langsam machen. Wäsche, wenn die das doch mitkriegt, da fliegt ja der ganze Schwindel da auf, hä? Ja. Aber dass du mich da so ein harmloser Narr genannt hast, wäsche was? Das verzeih ich dir nicht. Papa, ich hab doch Messer. Hab ich Abseschwäche? Sonst hätte ich mal mit der Augen zu tun geredet. Und hätte noch einmal den Doktor angerufen. Also, da wäre. Ja, du musst mit ihm nehmen. Ja, Gott, nee. Da wäre mal übergeliefert gewesen. Weißt du was, da bin ich jetzt gleich wieder normal, hä? Ja, ja, sag mir jetzt bitte Onsel, hä? Ja. Ich glaube, sie kommt schon wieder. Oh Gott, was? Ich glaube, sie kommt schon wieder. Ja, was soll ich jetzt machen? Am besten lege ich dann an und mach's ganz ermattet, wie wenn du geschlagen wärst. Lege ich dann an. Oh jo. Ja, doch. Das fällt mir sowieso nicht so schwer. Geld wäre es. In meiner Ehe, das ja. Praktiziere ich jeden Tag. Da nicht hin, ja. Da. Ich glaube, die kommt schon. Oh Gott. Ich glaub, da ist sie. Was ist? Hat er sich beruhigt? Ja, war shit so, hat sich beruhigt jetzt. Aber die Anfälle, die kommen als ihre, ne? Ja, die Anfälle, die gehen und kommen als ihre. Jedenfalls musst du jetzt gut behandeln, ha? Musst du mit Kaffeehandschuhen behandeln. Ha? Mit Glasierschuh, Melanie und Pelz gefüttert. Ja, Theo, ich hab's gehört. Und ich werde mich ja dran halten. Immer und ewig. Ja. Immer und ewig. Und du traust mir auch gar nichts noch. Nee, Theo. Der Nackttanz, der ist schon vergib und vergessen. Du bist ja so gut zu mir, Melanie. Wie soll ich dir das nur wieder gut machen? Ja, Theo, komm, darüber retten wir nicht mehr. Und jetzt weißt du was? Wir gehen nur in den Garten. Die Sonne scheint so schön. Ich streck und du lässt die Zeitung. Und wir fehlen uns wie früher. Wie damals im Mai. Ja. Das hat sich der Papa erträumt. Ja. Und der Traum, der soll duren, bis uns der Tod scheidet. Das ist aber lang. Das ist sogar sehr lang. Ewigkeit. Kalb, aber du bist jetzt glücklich, ja? Bin ich. Ja, ja. Bin ich. Man sieht's mir nur nicht an. Wenn das kein Theater ist, dann weiß ich auch nicht.
Das nennt man Eva. Ja, dem Eva. Oh, leck, die freche Lotte. Oh, leck. Oh, Gottes Willen. Na, also, da bist du ja mit Beben. Oh, das auch noch. Oh. Aber du bist ja gar nicht so begeistert. Hast wohl nicht gewartet, dass ich dir so ins Haus schneide, du, hä? Oh, du kannst gar nicht wissen, wie froh dass ich bin, dass du da bist. Ich hab dich eben nicht können vergessen, Bibel. Das ist aber schön für dich. Das kann ich mir denken, aber so lust ich überhaupt gar nicht drin. Du bist ja ganz grün. So ein grünes Bebel, so ein Sand. Oh, ein Grün, ja. Ich hab Angst, dass da jemand kommt jetzt. Moment. Ja, und wenn schon, was wär dann da dabei? Na, der da halt höchstpersönlich sein, was er ja schon lange in der Zeitung gelesen hat. Zwei Striptänzer aus der Sexy Bar. Ich bitte dich, ja. Das ist schon überhaupt ein Problem für mich, ja. Ich kann mich gar nicht erinnern. Das ist ein richtiges Rätsel für mich. Ha, mehr nicht. Du warst ja stockvoll gesoffen. Ich habe dir schon genug eingeschoben, dass du nicht mehr gewusst hast, was du machst. Und weißt, wenn ich gewollt hätte, gell, da hättest du ja noch viel schlimmere Dinge angestellt. Oh, bitte, sei so gut. Das sagst du ja schon genug, ja. Aber weißt, ich weiß ja, was ich gehört, gell, und han gebremst. Was meinst denn du, Bevel, was ich muss bremsen in meinem Beruf? Aber weißt, wenn so dick und fett kommt, gell, dann mache ich als ab und zu die Notbremse. Aha. Und das habe ich auch mit erzählen, die Notbremse. Oh, das ist erschrecklich. Ich frage mich nur, was da passiert ist. Ich muss total weggewandt sein. Auf jeden Fall, Bevel, hast du einen Tanz mit mir dahin gelegt, als wärst du ein ausgewachsener Profi. Aber weißt du, weil dem sind ich ja schließlich gekommen. Ich hab da nämlich, oder meinst du vielleicht, ich bin aus Vorwitz da? Oder vielleicht sogar aus Liebe? Nee, Bevel, das nicht. Ich bin nur gekommen, weil ich da ein ganz schönes Angebot zu machen hab. Ein Angebot? Was für ein Angebot? Ha, jetzt bist du aber vorwitzig, ja? Aha. Was könntest ja du mir nur für ein Angebot machen, ha? Ein ganz lukratives, wo du aber ganz viel Geld kannst verdienen, gell? Oh, das wirst du mir wohl erklären müssen, ha? Mach ich ja, sind ja gerade dabei. Und da dabei? Was soll ich denn da anstellen? Ich mache dir einen Vorschlag, bei dem du ganz viel Geld verdienen kannst. Wir zwei natürlich, gell? Du wirst doch nicht von mir verlangen, dass ich noch mal nackig ganz, hä? Wär dann das so schrecklich? Nein, nicht zurückgeben, ich kenn Seepferd dazu, hä? Ja, geh, Bübel. Emma war schon zu viel, hä? Ich will dir nur mal eins sagen. Es gibt viel. Die wären ganz froh, wenn sie in die Zeitung kämen, aufs erste Blatt. Und noch in Frau Wich. Oh, auf so Popularität sitzt ich dich, ja? Schade. Aber Heuch, du sollst ja auch gar nicht nackig tanzen. Das wird ja gar nicht verlangt. Du sollst dich nur mal fotografieren lassen. Mit mir natürlich, gell? Fotografieren? Ja. Nackig? Ah, ja, Bibel, selbstverständlich. Oh, und davor kriege ich noch Geld? Ah ja, und ganz viel sogar. Fast hätte ich etwas vergessen. Weil dem sind ich ja auch schließlich gekommen. Moment. Ich habe dir ja noch etwas gegeben. Ein Honorar für des Nacktanz im Sechsbar. Oh, das ist nicht wahr. Und für das krieg ich doch Geld? Ah ja, selbstverständlich. Und sonst ist er tot. Nein, lass das lieber. Nein, das gibt mir jetzt doch wirklich so Witz. Nein, das geht nicht. Was? Du willst das Geld nicht? Nein, behalt's. Dann kann ich also
Alles behalten? Kannst du. Oh, merci, Bebel, merci. Oh Gott, bist du so lieb. Das kann die freche Lotte ganz gut gebrichern. Das kann ich mir glauben. Was menschen du, was meine Aufwacht zum Kost? Oh, Haufen Geld. Ein kleines Vermögen, das sowieso. Und ab und zu habe ich also auch etwas an zwischendurch, gell? Ach so, ja. Das verstehe ich, ja. Ab und zu. Heuch, das glaube ich zwar weniger, gell? Aber das macht ja auch nichts, gell? Also, du willst jetzt nicht mit mir dich fotografieren lassen. In aller Ehre, gell? Wenn du da drauf bestehst. In aller Ehre nicht und auch nicht schon gar nicht. Das tut mir jetzt aber sehr leid. Heuch, es wäre doch so schön gewesen. Aber Gott sei Dank, es hat nicht so einen Sinn. Na geh ich halt wie ein Gelbebel. Moment, ich habe noch eine Bitte an dich. Ja, selbstverständlich, schon passiert. Denn fast so viel Geld kann man auch etwas machen, gell? Ah ja, ich meine eigentlich auch. Ich habe noch ein Problem mit der Mama. Weiß die vielleicht noch nichts von unserem Tänzchen? Oh, doch, sie weiß. Aber sie meint, es war der Papa. Ja. Ja. Und ich wollte, dass er wieder schlappt. Der mit mir getanzt hat? Ja, und ich wollte... Deine Papa? Ich wollte, dass er wieder schlappt. Gemacht? Ja. Na, hat also deine Papa mit mir... Warum auch nicht, ha? Aber weich mal, da musst du ja einen ganz tollen Papa haben. Oh la la! Weich, dann tät ja er vielleicht, statt du. Na ja, im Gesicht kann man ja viel machen mit Schminke, gell? Und die Figur, wenn nur die Figur stimmt. Und das muss sie ja wohl, wenn deine Mama glaubt, dass deine Papa mit mir... wo ist denn deine Papa? Hey, der muss ich kennenlernen. Wo ist er denn? Ich weiß nicht. Aber hey, wenn du ja so tolle Papa hast, gell? Da macht ja am Ende der die Foto mit mir. Da muss ich mit denn. Bibel, Geld verdienen, mein Lieber. Für Geld, da tanze ich nicht nur nackig auf dem Tisch. Wenn da der Bi etwas rausspringt, da tanzt die freche Lotte an nackig auf dem Dorfplatz bei Hochwasser mit dem Erzbischof. Oh. Und Erzbischof. Und jetzt, gell, Bibel, tschüss und vielmals merci noch. Und ich komm wieder, gell, bis nachher. Salut. Es passiert nicht. Ja. Gleich schon die Mama. Oh. Oh. Schon wieder eine Komplikation. Ich weiß nicht, dass den sie usen. Ich freue mich, wo das noch anfährt. Was ist denn, Papa? Oh, André. Was denn? Was habe ich nur verbracht, dass ich das da aushalten muss? Du siehst ja so geschlagen aus, ja? Ich wundere dich das, deine Mutter, die gluckst den ganzen Tag um mich herum wie so ein Gluck um ihre Bibel. Den ganzen Tag gluckst du. Wie lange ich das da noch aushalte? Ich weiß es nicht. Ich glaube. Ich muss wieder einen Anfall kriegen. Hey, Papa, jetzt kein Anfall mehr. Jetzt überhaupt nicht. Jetzt, wo eine Katastrophe auf unser Tor kommt, ja, Papa. Ja, wo hast du denn den Lippenstift da alles her? Ach, gerade, das ist ja. Die freche Lotte war da. Nee. Ja. Die freche Lotte war hier. Ja. Sie hat wieder mit dir geredet. Ja, mit mir? Ja, ne. Ah, ja, ich kann mir so sagen, dass du warst. Mit ihr getanzt hat in der Sexy Bar. Ja, bist du da auch nicht mehr ganz klar im Stiebchen da, hä? Hol ich doch mit dem Papa. Stell dir mal vor, wenn die mit der Mama redet, das wäre eine Katastrophe. Ha. Nee, das darf die nicht. Das musst du verhindern. Das geht nicht. Muss ich mal probieren, hä? Du Greta, du musst stark sein. Die hat gesagt, sie kommt noch einmal. Sie will dich besuchen. Ja, aber. Was will denn die von mir? Sie hat gesagt, sie will dich besichtigen, weil du vielleicht auf dem Bild so umwerfende Figur gemacht hast, Papa.
Lach doch nicht so blöd. Wenn die angenommen hat, dass ich du gewesen bin, weißt du was? Das ist in meinem Alter auch schon eine ganz stolze Leistung. Das kann ich mir aber glauben. Du schnitt in den Trieb, hä? Ah, ja. Oh Gott. Die Holzapfel, oh Schreck. Da sind ihr. Alle zwei sind sie da. Der Vater und der Sohn. Oh, Liebling, bist du endlich da? Komm, lass dich umarmen, mein Dornröschen. Ei, Theo, was hast denn du? Siehst du da gar nicht, wie mein Herz vor Wonne blubbert, wenn's dies nicht blubbert? André, was soll denn das heißen? Was fällt ihm dann da schon los mit dem? Geht's dir nicht gut? Mein Dornröschen, siehst du dann gar nicht, wie scharf ich noch dir bin? Nee, Theo, wirklich. André. Da ist schade, wenn du nicht von so einem Superman geküsst werden willst, ne? Dann lass es bleiben, du Schreckschraub vertrockne die. Welcher Mann, hast du gehört, was der gesagt hat? Schreckschraub hat der zu mir gesagt. Wer weiß, was er redet, der da, hä? Schätzen, ich will wieder sagen, der weiß gar nicht, was er redet, der da. Schreckschraub, und auch vertrocknen die dazu? Also, nee. Ah, Camilla, hey, gut, dass du da bist. Ich muss nämlich viel mit der Wehre. Und ich erst, aber sehr erfreulich wird's nicht wäre. Oh, weißt du's am Ende schon? Hat dir der André vielleicht schon erzählt? Das war nicht notwendig, ja? Der Papa hat sich selber demonstriert. Oh, hat er schon wieder einen Unfall gehabt? Ein Unfall? Ich weiß dann, ein Unfall? Ei, von Irrsinn, Camilla, von Irrsinn. Nee. Nee, doch, ich kann's ja selber nicht glauben. Irrsinn, wirklich Irrsinn? Ja. Oh. Ja, wenn er nicht passt, dann macht er mir Holzappel, ne? Im Sitz rettet sie ja viel besser, ne? Ja, ich bin ja ganz durcheinander, da vergesse ich es. Es ist elementarischer. Sitze auch doch auf unser schönes Schätzl. Benjamin, komm, setz dich, komm. Aber Schätzl, ich weiß doch, was ich gern. Noch dir. Ach so, natürlich. Ja, so, jetzt setz ich. Bin schon da, Schätzl. Aber ich habe ja eigentlich wieder im Stehen von mir geben, was ich zu berichten habe. Aber so wie es da aussieht, sind in deinem Haus noch andere Aspekte aufgetaucht, gell? Die haben eine nähere Betrachtung notwendig, ha? Ja, Camilla. Stell dir vor, meine Theo ist nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Das hat er uns ja schon vorgezeigt. Und? War's schlimm? Ja, harmlos war's. Total harmlos, ha? No? Kleinigkeit, nicht. Gott sei Dank. Das kommt auf den Standpunkt an. Bei mich war es schlimm genug. Arisch schlimm. Er hat so wie eine Kami und da hat er Schreckschrub gesagt. Oh. Und vertrocknet die noch dazu. Wirklich? Hallo. Ja, hat er ja gesagt, das ist nicht schlimm. Was? Und wenn es aus dem Mund von einem Verreckten kommt? Mir war schlimm genug. Ich bin schon wieder da, ihr verdächtiges Gesindel da. Ohne Herd, Gesindel? Ihr habt mich wahrscheinlich gar nicht erwartet, gell? Doch, Papa. Doch. Alle Augen lassen auf dich. Überhaupt die von der Frau Holzappel. Meinst du Mensch? Komm, Theo, komm, setz dich doch ein bisschen zu uns. Schau mal, es Camilla und der Benjamin, die haben ja Sehnsucht noch gehabt. Gell, ihr freie auch doch auf ein kleines Gespräch mit Theo. Wenn du sagst, ich will nicht wieder stehen. Ich habe aber eigentlich...
nicht so viel Zeit. Es juckt mich schon wieder überall. Ich glaub, ich muss nackig tanzen. Nicht in der Sexy-Bar? Ah ja, sag mal, ist das doch nicht die Klofrau? Die Klofrau? Ja. Klassisch, einfach fantastisch. Also, da steht bis zum Himmel. Doch, die Klofrau. Komm, leh mit mir ein Tänzchen aufs Parkett. Komm. Gott sei Dank, bei dir käme schon gleich nur das Rindflut. Lass ich ja wieder anfallen. Was meint ihr denn damit, Sintflut? Na, du hast doch gehört, Sintflut. Ich konnte nichts davor. Das wäre ganz einfach gruselig. Ganz gruselig wäre das. Na, schau mal, ich zeig dir gleich, was gruselig ist. Du, Weltgrusel, du! Na, herrlich, das passt ja gerade. Ein Familientreffen. Darf ich mich jetzt mal vorstellen? Ich bin die freche Lotte aus der Sexy Bar. Oh Gott, nee. Was heißt da nee? Doch! Das ist doch nicht möglich. Und wo ist denn jetzt überhaupt meine Tanzpartner? Oh. Ah, da sitzt du ja! André! Ja, Mama, ja! Ich komme mal ein bisschen her zu mir. Ich komm nicht. Ich muss mit ihm anderen. Schon schwer ich noch f***t. André, was ist? Schlafst du? Ey Mama, das sind nicht ja schon. Was kriegst du denn so? Ey, weil ich halt aufgeregt bin. Es ist doch schließlich genug auf unseren Gebrauch. Oh Mama, meinst du nicht, dass das in aller Ruhe besser zu bewältigen wäre? Die Ruhe habe ich aber nicht. Es ist genug auf uns aufgefallen. Nackt tanzen der Männer und Irrsinnige. Das fällt ihm nicht jeder da ins Huserin. Oh, was eben passiert ist, ist passiert, Mama. Was sind wir da machen? Wir müssen eben drüber wegkommen. Das sagst du gerade so, wo du ja nicht unmittelbar getroffen bist. Sind ich für einen getroffen? Jedenfalls nicht so wie ich. Und außerdem, du hast ja ein Gemüt wie ein Rhinoceros. Mir der
jetzt gerade sogar so vorkommen, als hättest du dich noch über das Ganze amüsieren? Aber Mama! Nee, nee! Da davor habe ich ein feines Gespür. Jedenfalls tut dich die ganze Geschichte da nicht viel aufregen. Aber Mama, da tust du mir Unrecht, ha? Sind ich vielleicht nicht betroffen? Bei mir ist nur, ich heiße nicht so, bei mir ist mir innerlich ist das. Innerlich? Ja. Sag mal, der ist wohl nicht ganz klar da oben, was es heißt, ein Narre im Hus zu haben. Ein Narre? Und wenn das erste Mal bekannt wird in der ganzen Nachbarschaft, was Mensch denn, was da alles über uns erzählt wird? Wo? Wer braucht das jetzt schon wissen, ha? Ey, denk doch nur mal an das Lude, das Camilla. Mensch, du, das tut seine ungeschliffene Zunge da verhalten. Für die ist das doch die Sensation des Jahres. Wette, das ist schon aus Posaun und in der ganzen Umgebung. Ja, da kannst du recht haben, Mama, da kannst du recht haben. Gell? Die Cannabis, ja? Ja. Und da der Bi hat ja sie selber der Vollidiot daheim hocken. Hast du gesehen, wie der Benjamin da sich gefreut hat, wie sich da die Lotte dem auf den Schoß gehockt hat? Also, das war urkomisch, ich muss sagen, ja. Urkomisch nennst du das? Mir hat's gefallen, ja. Urkomisch? Das war eklig. Das war widerwärtig. Pfui, bäh. Aber Mama, du hast doch gar keinen Humor, Mama. Warum bist du? Und außerdem, wie kommt's denn, dass das Dings da, das Mensch aus der sexy Bar, meine Theo mit dem Benjamin verwechselt? Ha? Kannst du mir das mal erklären? Das kann passieren, dass man einen anderen verwechselt, ja? Das kann passieren. Nein. Damit lass ich mich nicht abspeisere. Zwischen deinem Papa und dem Benjamin besteht aber überhaupt keine Ähnlichkeit. Und trotzdem verwechselt das Nachtschattengewächs da meine Theo mit dem Ohrwatschelkaktus. Da stimmt etwas nicht, das kann nicht sein. Aber da stimmt alles stimmt da. Du kennst nur nicht die Nachtlokale da, wo so Frauen verkehren. Weißt du was? Da ist so schimmeriges Licht. Da sieht man nicht ganz genau, was man da macht. Ja? Und da kann es passieren, dass man einen anderen wechselt. Das kann passieren, doch. Ja, sag mal. Wo willst denn du das her wissen? Warst du am Ende schon selbst mal dort? Nein, Mama, nee. Das könnte ich mir auch nicht vorstellen. Gott. Ja, weißt du, man hört ja viel im Dorf herum, ha? Und warum hat man denn die dann gehört, ha? Mir ist es gut, dass ich auch zwei treffe. Ich muss unbedingt mit O'Rehren. Oh Jesus, ne, Florence, du bist ja schins ganz gleich, ne? Ja, was ist schon passiert? Vor lauter Aufregung vergesse ich sogar noch ein paar Schuhe zu sagen. Bonjour, André. Bonjour, noch einer? Einer Longs. Bonjour, Frau Gatterer. Bonjour. Vater ist mir genauso gegangen. Dann habe ich mir den André zusammengerufen, dass ich jemanden habe, wo ich mich ausbrillen kann. Aber es ist schön, dass du mit deinen Sway zu uns kommst. Komm, setz dich doch gerade mal da. Ja, setz dich. Ja. Ich sitze jetzt ja viel besser. Setz dich. Ja, ich setz mich, ja. Wo trägt denn jetzt der Schuh? Ich bin ja so durch. Ich weiß ja gar nicht mehr, was ich mach. Du auch? Ich auch. Ja, jetzt sag mal, was ist schon passiert? Ich habe gehört, dass der Papa Gatterer total übergeschnappt ist. Ich finde keine anderen Werte, aber es soll so sein. Ah ja, du hast schon recht, das ist die Wahrheit, das stimmt. Ja, ist schlimm? Schlimm genug, gell? Oh, es ist nicht so schlimm, das wird zu verbiegen. Gehen. Ja. Ey, dass du immer alles so bagatellisieren musst, wo mir ja fast das Herz stehen bleibt. Die Mama hat gemeint, er wäre nicht mehr zu retten. Oh, die Mama ist nicht mehr zu retten, ha? Ich habe dir ja gesagt, das ist nicht schlimm, das ist wie Halsentzündung, ha? Ein paar Umstech und in 8 Tagen siehst du nichts mehr davon. Ey, deine Worte in Gottes Ohr.
Sie ist natürlich nicht zu ein paar Kopien gerannt und hat ihnen erzählt, was bei euch so vorgefallen ist. Ne? Also natürlich. Genau wie ich es gesagt habe. Das kann ich mir denken. Ja, sie hat gesagt, sie muss sich rot holen. Ja, rot holen. Bei der Postfrau und bei der Dorfzeitung, gell? Schöne Rot. Und sie hat gesagt, jetzt kannst du mir die Einwilligung zu der Hochzeit natürlich nicht mehr geben. Oh. Ja, das mit dem Nackigtanz, das wäre ja noch harmlos. Aber in einer Familie, wo der Irrsinn daheim ist, hätte Meere aus dem gesunden Stamm von der Holzebbe nichts verloren. Ah ja, natürlich. Das sieht mir natürlich wieder ähnlich. Ha. Ja, und wie ich dann halt gesagt habe... Das hat wohl schon so gekommen. Ja, jetzt haben wir die Bescherung. Ja, und wie ich dann aber nicht gesagt habe, dass ich dich doch heirate, gell? Ohne ihre Einwilligung. Ja. Dann hat sie mir eiskalt gesagt, sie tät mich enterben. Oh. Ich tät gar nichts kriegen. Oh. Na, also da hört sich ja alles auf, das ist ja... André, was machen wir dann da? Das ist wirklich eine kleine Katastrophe. Kleine Katastrophe, das Weib steht da. Das sieht mir natürlich wieder ähnlich. Da dabei weiß er genau, dass er ein ganzes Vermächer sparen kann. Gell, die Mittelgift will sie sich da damit sparen. Und sie weiß ja ganz genau, dass meine André doch zu seinem Wort hält. Wirklich, André, wirklich? Ja, ja, ich bin wohl Ader, hol ich mir ganz immer rein. Jetzt glaube ich wirklich, dass der Papa nicht ganz normal ist, ne? Ja, und außerdem, gell, ist noch nicht alle da oben. Das letzte Wort ist noch nicht geredet, ne? Das Camilla, das Lude, das hat nicht mit meiner Wenigkeit gerechnet. Und die Wenigkeit hat Krolle. Oh. Krolle wie ein Tiger. Oh. Für die ist die Holzappel ein Kennenspiel. Die verriss ich in der Luft mit Sonder in der Reihe. Jawohl. Aber Mama, beruhig dich doch, beruhig. Beruhige? Dich. Beruhige? Erst noch dem Lustmord. Die Mitgift sparen. Nein, nein, mein Liebe, jetzt nicht. Denn jetzt wird meine andere nämlich doppelt so dir. Jawohl. Weil er jetzt aus dem herzförmigen Muttermal noch etwas ganz Besonderes aufwiesen kann. Aha! Wer kann denn angeben mit dem verrückten Papa? Hä? Hüg! Schon gerettet! Oh. Haben Sie gesehen? Hüg! Schon gerettet! Also, ich glaube, die Mama ist ein herzensguter Mensch. Ja, sie ist unser bestes Stück. Und alles andere, was wir ins Kamin ausgemalt haben, können wir ins Kamin schreiben. Jetzt müsst ihr bloß noch das Glück, wisst ihr das Glück haben, meine Mama zum Inlenken zu bringen. Gut, da hatte ich nicht so viel Hoffnung, weißt du. Trotz ihrer Kralle. Ach, es Florence. Endlich mal ein Lichtstrahl in unserer Hütte. Komm an mein Herz, ihr Mädel. Ich hab so Lust noch mal Schmutz von da, hä? Ich komm schon. Ja, dann komm doch mal her. Warum dann so zaghaft? Ich bin doch nicht der Wolf mit das liebe Geißle da. Ich fress nicht. Nee, das glaub ich nicht. Das glaub ich ja nicht. Ah, das letzte Mal warst du aber schon ein bisschen netter zu mir. Da han ich wenigstens einen Schmutz gekriegt, hä? Mir ist halt nicht alle da selber. Aber ich hol's noch, bestimmt. Wo ist der Florence jetzt wieder? Sie ist ein bisschen geschlagen. He? Sie hat eben erfahren, dass ihre Mutter sie enterben will, wenn sie mich heiratet. Stell dir mal vor. Ach, das hat sie doch schon einmal. Und jetzt schon wieder, hä? Ja, sie meint, sie wäre nicht ganz recht, nicht ganz betrost da oben. Ich? Entschuldigung, dass ich das so sage, aber mir scheint, das ist die Wahrheit, da. Das ist die Camilla. Das ist typisch Camilla, die Altschachtel da. Du verzeihst mir aber auch, dass ich das da gesagt habe. Aber das ist auch die Wahrheit. Jetzt haben wir den Salat. Jetzt haben wir den Salat. Ja, und du, glaubst du auch, wie du sagst, dass ich nicht ganz just bin da oben in der Oberstube? Nein. Ich glaub schon, dass ihr noch wisst, was ne Sau, ne? Siehst du? Das behaupten nämlich alle Narren. Was? Ich sperre dir gleich eine Gelbe, gell? Nein, Papa Katerer. Kriegt ihr jetzt einen Anfall? Ja, das ist ja... Das ist ein kleiner Vorbote, weißt du? Ja, aber von denen, die der Kriegsfenster richtig ankommen wären. Er meint's ja nicht so. Warum sah das?
Ein Papa, du musst jetzt nicht anzufangen, so. Spinnenmensch, du! Ich spinn ja auch gar nicht, das kannst du glauben, gell? Das ist schon gut, das ist schon gut, da. Das ist schon gut. Jetzt glaube ich erst recht, dass der Papa spinnt. Ich spinne? Das glaubst du aber wohl selber nicht. Es könnte aber sein, dass, wenn ihr zwei mich da zum Narren machen wollt, dass ich da wirklich aus der Buck springe. Also, die Camilla, ey, die Altschnall, kein Mitgift, ey, das ist der Weltuntergang. Das ist doch nicht zu fassen. Ach, Papa, beruhig dich doch, Papa. Cool, cool. Das soll ich mich beruhigen? Ey, bei der Altschnall, kein Mitgift, das ist der Weltuntergang, nur weil ich blöd bin. Ah ja, was passiert denn da mit meiner Pär, hä? Oh Jesus, André, jetzt redet er schon vom Pär. Jetzt wird's kritisch. Weißt du, ich geh, ich komm wieder, wenn die Anfälle rum sind. Und pass auf, gell, weil Pär können bissig sind, gell? Ja, ja. Aber jetzt, Papa, jetzt glaube ich wirklich, dass du da nicht mehr ganz rein bist, hä? Da hab ich mir was Schönes eingebrockt. Weißt du was? Noch zwei Tage und ich weiß doch nicht einmal, ob ich ein Männchen oder ein Weibchen bin. Und die Camilla, die Altschnall, kein Mitgift, das ist der Weltuntergang. André, ich spiele nicht mehr mit, ich steig aus. Aber Papa! Aber Papa, ich steig aus. Oh, das geht doch nicht. Ich werde dir zeigen, wie das geht, ich spiele einfach nicht mehr mit. Also, da fliegt ja der ganze Schwindel auf. Das ist doch mir scheißegal, ich mach nicht mehr mit. Also Papa, das kannst du ja mir nicht antun. Nicht antun, ich kann dir nicht antun. Wer hat denn selber da nackig auf dem Tisch getanzt, ich oder du, hä? Ach, Papa, das war doch im Suff, nur im Suff. Ja, nur im Suff, gell? Ich war auch mal so besoffen und hab mich pudelnass im Straßengraben wiedergefunden. Aber sowas wie dir, nackig tanzt auf dem Tisch, pfui Teufel, das ist mir noch nie passiert. Noch nicht mal im schlimmsten Suff, pfui! Oh. Ich war eher fantasievoller wie du. Du kannst machen, was du willst, Wäsche. Wäsche was? Ich mach nicht mehr mit, ich steig aus, ich bin wieder ich. Fertig, aus. Mach, wie du willst, aber wenn du ausstehst, dann kommst du mit dem Mitgift, dann ist das total im Eimer. Ja, ja, und dann kann die Mama auch nichts mehr gerade bin. Hä? Ja, hä? Hat die Mama gesagt, sie will wieder zurechtdrücken, gerade bin? Ja, die Mama hat gesagt. Und du glaubst, dass dir das gelingen tut, hä? Ja, die Mama kann viel. Ja, ja. Ei, dann. Aber wenn du mir doch jetzt so die Pistole auf die Brust setzt. Ja, dann mach ich. Hä? Ah, gell, siehst du, Papa. Ah. Ich weiß nicht, du hast schon eine Zeit lang keinen Unfall mehr gehabt, hä? Wie lange ist denn her jetzt? Oh, das ist schon eine ganze Weile her. Was darf es dann diesmal sein? Ich glaub, ich habe eine fällig, gell? Ja. Ja? Ja, was soll's denn jetzt diesmal sein? Napoleon, der Kaiser von China, der liebe Gott oder wie hätt's dann gern? Das ist mir egal, du kannst den Napoleon spielen, egal wer. Hauptsache, du spielst widerst. Aber ich sag's dann nur unter Protest. Nur unter Protest. Hauptsache, du spielst widerst, Papa. André? Da kommt ja die süße Christel von der Post. Ja, ist dann heute kein Brief dabei, mein süßes Mägdelein? Ist schon wieder so weit? Was soll ich denn für ein Brief dabei haben, mein lieber Herr? Ein Brief vom Maharaja von Lahore. Dem hab ich nämlich meine Melanie zum Kauf angeboten. Hä? Zum Kauf? Warum? Ja, ich habe gelesen, dass der Maharaja von Indien den größten Harem besitzt. Da fristen 78 ausgedörrte alte Schachteln ihr Gnadenbrot-Dasein. Da kommt es auf eine mehr oder weniger nicht an. Aber Papa! Was heißt hier aber Papa? Ich bin der Dr. Eisenbart. Und ich soll hier eine Generaluntersuchung vornehmen bei einer ausgedörrten
langbeinigen, trockenen Steppenziege. Steppenziege? Ja. Wo soll man denn jetzt eine Steppenziege herholen? Da steht sie ja. Ich? Natürlich du. Ich muss doch schauen, ob du genügend vertrocknet bist für die Witwenverbrennung. Aber ich bin doch noch kein Witwe. Noch nicht, meine schönste aller Lotusblüten. Noch nicht. Aber wenn dich dein Herr Gemahl, der liebe Mann, noch länger anschauen muss, dann macht er eine gar grässliche Himmelfahrt. Los, setz dich mal hin und zeig mal deine Zunge. Hä? Warum? Deine Zunge, hab ich gesagt, mein schönes Kind. Ja gut, ich zeig's. Das ist doch noch nicht die ganze. Wo ist denn die übrige, mit der du sonst immer im Dorf rumklepperst? Mehr hab ich aber nicht. Zeig. Spitz. Sehr spitz. Und geschwollen. Daher kommt es, dass du so immer so geschwollen daherredest, meine Kleine. Und jetzt? Sag einmal. Wer hat dir denn gesagt, du sollst die Zunge nur halb herausstrecken? Wo ist denn die ganze? Und jetzt noch einmal. Ist das alles? Zu schwach. Du hast doch sonst immer ein Organ, das den Eiffelturm zum Umstürzen bringt, meine Kleine. Und nicht weinen. Es geht gleich vorbei. So, und jetzt sag einmal, Liebling. Liebling. Jetzt hat sie auch noch die Sprache verloren. Noch einmal, Liebling. Tatsächlich, sie hat die Sprache verloren. Ob wir da nicht ein Stückchen abschneiden sollen? Nicht abschneiden! Wer hat dir denn gesagt, du sollst die Zunge wieder hineintun? Bitte. Ich bin doch kein Kuh. Stimmt. Die Alt gibt sowieso kein Milch. So, und jetzt, ich bin noch immer für dich der Dr. Eisenbart. Ja, und jetzt, Theo. Ich bin der Dr. Eisenbart. Ja. Und jetzt müssen wir mal die kleinen Klubschaugen untersuchen. Bitte auch bin ich noch ganz gesund, Monsieur Doktor. Dann schau mal so bitte auf meinen kleinen Finger. Ganz wie Sie befehlen, Herr Doktor. Wie hast du gesagt? Bei deinen Augen bist du gesund. Und wer schaut denn da so grässlich überkreuz? Pfui, sowas von Chile. Alle Finger ist ja viel zu nah, Herr Doktor. Der wird dir noch näher kommen, wenn ich ihn dir in die Augen bohre, mein Kleines. Herr Doktor, bitte nicht. Ich verspreche es. Ich lohne mir immer das Grinz. Ich verspreche es. Soll ich mich vielleicht noch auszählen haben? Nein. Wir haben genug da. Ja. Das würde ich gar nicht verkraften. Da kann ich also gehen. Natürlich, gehe, Weib. Gehe, der Verbrennungstermin, der wird dir schriftlich mitgeteilt. Und das Holz musst du selbst mitbringen, ja? Ja. Wie viel soll's denn sein? Na ja, bei deiner Trockenheit, da genügen 3 Bohnenstecke und 3 Erbsenrispe. Mehr wäre Verschwendung. 3 Bohnenstecke und 2
Erbserispe. Drei heute, damit es länger dauert. Gut, Herr Doktor, ich gehe. Und ich wünsche noch eine schöne da. Und viele erfolgreiche Untersuchungen, gell? Also, das geht immer mir nicht auf, das halte ich nicht. Ist die so blöd? André, mit der da Nummer, da gehen wir ins Moulin Rouge nach Paris. Hast du gesehen? Und die war auch nicht schlecht, ja? Ich muss sagen, das muss ich los. Hast du gesehen, wie sie gemacht hat? Bitte, nicht schneiden, Herr Doktor, bitte! Und wie sie gesagt hat? Liebling! Da hat sie noch die Sprache verloren gehabt, ne? Siehst du, Papa, was du verfehltest, wenn du früh aufgehört hättest, ha? Ja, das glaube ich aber jetzt auch. Ich habe gar nicht gewusst, dass das da mir so viel Spaß macht. Siehst du? Ey, ich glaube, ich spiele mich in. Das könnte jetzt weitergehen, hä? Ich höre was, guck mal. Ich glaube, das ist die Camilla. Ah, die kann ruhig kommen. Die passt mir jetzt gerade so richtig in mein Programm. Ich bin die Zukunft. Die kriege ich. Die Mutter. Oh, weh, weh. Komm. Das werden wir gleich holen. Warte mal. Aha, da ist er ja. Der Gauner, der Verbrecher, der unverschämte Mitgiftsjäger. Oh, bist du aufgeregt, hä? Ich? Nee, noch nicht. Das darf dir so passen. Na, kennst du abkassieren, Untersteuerung, gell, wenn ich mal im Narrenhaus wäre? Na, wer dir den Weg freisuchen, sagt, ich mitgift, hä? Das Florence hast du ja schon präpariert. Florence, wieso? Ah, du willst vielleicht nicht zugeben, hä? Gerade Eva hat sie mir ins Gesicht gekriegt. Ich kann mich auf den Kopf stellen. Sie hat das Versprechen vom anderen Erhalt in jeder Situation, Sonne. Schreck es aus. Mini Kami im Kopfstand? Das wäre ja ein Bild für die Gitter. Du sei ruhig! Ja, sag mal, Kami, wann fangst du noch an mit dem Kopfstand? Hopp, ich will es mal sehen. Ruhig, habe ich gesagt! Und dir sag ich eins: lieber springe ich mein Kind um, als ich dem Sohn von meinem Verrückten gebe. Aber ich bin noch nicht verrückt! Nee, noch nicht, auch du wärst noch. Das steckt doch in dir. Betrachte mal den Papa. Dein Blut ja die Verrücktheit schon aus der Aue. Aber Schätze, nicht der Wahnsinn ist es, der mir aus der Aue guckt, sondern die Liebe. Was? Ich glaube, jetzt kommt ins letzte Stadium. Genau. Letzte Stadium. Es zerfetzt mir die Brust, wenn ich dich sehe. André, der macht mir Angst. Das darf doch nicht wahr sein. Der spinnt wirklich. Jetzt lebt er auch noch meine Kami. Papa, denk doch, die Camilla ist ja schon verheiratet. Mit dem da. Das stört mich aber gar nicht. Den ausrangierten Rehschirm da, den stellen wir da in die Ecke. Ich? Ausrangierter Rehschirm? Wann spannst du mich dann auf? Wenn ich mich mit dem süßesten Frauchen von Weißbronn da drunter verstecken will. Und das nicht tatsächlich? Du sagst es, mein Liebling. Du, nur du. Komm. Gib deinem Bursche einen Kuss. Aber Theo, das geht doch nicht. Aber doch nur einer. Nur einer. Ich lue weg. Das buch ich gar nicht mit, Grinder. Ja. Und ich lue auch weg. Ja. Wir wissen doch, was ich gehört habe. Bin unten weg. Du siehst jetzt, mein Kleines, jetzt steht unserer Umarmung gar nichts im Weg. Komm, küss dein Kutzi-Putzili. Mir scheint der Esch gar nicht so verrückt, wie er macht. Oder noch ganz viel verrückter. Der muss doch nicht mehr alle im Frischbaum haben. Jetzt will er noch einen Schmutz von meiner Kami. Komm, Benjamin. Wir lassen das Pärchen allein. Ja? Wir lassen es allein, ganz ruhig. Oh ja, Dundes. Ich wäre mit einer sexgeladenen Situation schon allein fertig. Vielleicht noch besser, sogar noch viel besser. Genommen. Ja,
Genau, Schätzl. Wer fertig? Wer fertig? Schätzl, meine Sehne, deine Hasche. Und meine. Oh. Ich wünsche euch eine gute Verrichtung, he? Und mach es gut. Ich darf bitten, Herr Baron. Après vous, Monsieur le Ministre. Je vous en prie. On y va. On y va. So, so, mein Knusperhäppchen. Jetzt sind wir ganz für uns. Ja, das sehen wir. Mein ganze geistige Umnachtung, mein Wahnsinn, der kommt ja nur daher. Wegen dir, du Wunderpuppe. Na, wirklich? Meine geistige Umnachtung ist nur deswegen mein Wahnsinn, weil ich doch so Sehnsucht habe nach dir. Na, wer? Also ich an allem schuld? Das ist ja schrecklich. Es gibt gar keinen Ausdruck, der das beschreiben könnte. Einmal wäre das nackige Tanzen am Ende auch noch meinetwegen wollen. Nur deinetwegen. Mein himmlische. Ich konnte gar nicht anders. Der heiße Tanzer, die heiße Rhythme in der Sexy Bar, das schummrige Licht. Ich hab mich müssen nackig machen. Das war nur wegen dir, du, mein Wunderpuppe. Schön! Schön! Ich kann nur mal sagen, schön! Das war nicht schön! Das war nervenzerfetzend, war das! Ich versteh dich, Theo! Ich versteh dich! Ganz und gar versteh ich dich, gell? Und jetzt bist du bei mir! Ich kann mir nicht helfen! Ich muss! Ja, sag mal, was muss ich denn eigentlich? Um Himmels Willen, Theo! Du hast doch nicht vergessen! Ich kann mich an nichts mehr erinnern, es ist alles leer! Um Gottes Willen, sammel dich! Ich kann nicht, aber im Oberstübchen ist alles leer, es ist weg! Leer, jetzt wo es gerade angefangen hat! Ja, was soll ich dann machen? Es ist weg! Das ist ja fürchterlich! Theo, Geliebte! Wie hast du gesagt? Geliebter? Ja, das habe ich. Oh, jetzt weiß ich wieder, was ich machen muss. Ja? Ja, ich wollte dich küssen. Ja, ich bin schwach. Ja, genau. Küssen wollte ich dich. Ich schwebe schon in der Wolke. Komm in Romeo, meine Juliette wart schon. Und dann küsst mich auch. Hey, bin schon da. Ja, Grüße an alle, hab ich gesagt. Ich muss aber jetzt mal erst küssen. Und ich muss gehst du nicht weg, gehst du nicht weg, du Lude, du Anaconda. Du weißt wohl nicht, wenn du vor dir stehen hast, wie redest du mit mir? Und ob ich das weiß? Und wenn ich's bis jetzt nicht gewusst hab, da sind mir eben die Augen aufgegangen. Du bist ja so schlecht, dass du dich sogar mit Narren an der Hals wirfst. Nein. Du Messalina! Was? Jawohl, Messalina! Und das sag ich nur mal, weil mir auf den Moment nichts Giftigeres eingefallen bist. So schlecht bist du, dass du dich am Narren an der Hals wirfst. Nein, das ist gut. Jetzt gibt's aber Zeit, gell? Du, Holze, du hast ja nur mal Glück, dass du dich unzurechnungsfähig bist. Oder zurechnungsfähig bist. Was sagst du? Nicht zurechnungsfähig? Bitte ja vielleicht, ja? Aber bei mir ist ja ganz hell da oben. Hä? Das soll hell sein, wenn man sich mit so etwas wie du bist abgibt. Jetzt muss ich mich zurückhalten, sonst wäre ich so Leichenschänderin. Leiche? Vorläufig lebe ich aber noch. Ich sehe noch keine Leiche. Aber nicht mehr lang. Wenn du nicht ruhig bist, und dann drehe ich dir den Kopf um, dass du dich bequem von hinten betrachten kannst. Du bist auch viel schöner, Liebling. Sag du nicht, Liebling, zusammen, wo der eben die Mästgabel da hast wieder abschlagen. Aber jetzt ist es bald genug. Genug? Mir ist das schon lang genug.
Denn die Sünderegister, das ist ja so lang, dass man da damit das ganze Straßbäume Menschen tapezieren kann. So schlecht bist du. Meinem André willst du deine Tochter verweigern, nur weil meine Alte blöd ist? Ja, was ist denn da der Ding? Etwas Vertrotteltes gibt's doch gar nicht unter der Sonne. Das sieht ja noch nicht einmal, dass du im Hirn aufsetzt. Wenn du jetzt wirklich ruhig bist, du ausgeschlagene Mitternachtswas, mach ich Hunde von aus dir. Was? Du willst dich mit mir anbändeln? Ja, warte mal, komm mal daher. Hebe mich, ich kriege Anfall. Jawohl, komm mal daher. Kippe, Manni. Nimm Seel, wie dich der Herrgott geschaffen hat. Da muss der Sort Bretter gehabt haben. Ah, jetzt hat's gelaufen. So etwas Schlimmes. Das war jetzt die Hehe. Das lass ich mir nicht gefallen. Kämpfe, Manni. Zieh, Manni. Und mit Hüftschuhe. Und hack. Und schwinge. Manni, zeiß. Und jetzt der Arschtritt. Oh, 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 oh. Manni, wehr dich. Und noch mal, Annie, mit Hüfte. Komm. Und so, Anna. So. Und. Was ist da los? Ringkampf der Gladiator. Schön! Auseinander, ihr zwei! Auseinander! Auseinander! Ich bin noch nicht fertig! Aber das machen wir, das geht doch nicht! Und wie das geht, fährt schon mal! Zünftig ist das doch wieder! Zünftig! Melanie, Gäppe, Manny! Wie im Theaterverein! Oh, hast du es zu mir auf? Ja. Und jetzt geht man. Zünftig, geht man noch mal nie. Zünftig, das sag ich auch. Und jetzt noch so richtig in die Ort. Das geht jetzt. Das geht nicht, ich spiel da gar nicht mit. Jetzt rächt sie noch der eine Mann. Da kommen nur mal Salzschäden, die Familie. Ja, das haben wir mal. Warum habe ich euch denn verschlagen überhaupt? Eine Frau dort in die Mama, die hat ja angefangen. Was ist los? Hast du meine Theo nicht wieder abschnuddeln? Was? Hast du das? Oh. Wirklich? Und wie? Und wie so hat die hat? Die hat? Ja. Aber nur mal aus Mitleid, nur mal aus Mitleid. Dass ich nicht lach, aus Mitleid. Ja, hast du vielleicht gemeint, aus sexuellem Notstand? Ei, das wäre kein Wunder, wenn man so aussieht wie du. Die gibt keinen Rau. Die will noch einen Hund. Jawohl. Bist du der Harakiri? Ja. Aber jetzt kommst du. Wir sind doch nicht mit den Wilden. Wir sind im Wald drunter. Ich bin wild. Und wenn du mich reizt, dann wär ich zu alles vernichtende Bestie. Das hat man gemerkt. Ich will's erhoffen. Ja. Käppe, Manny. Aber jetzt ist zu viel. Zerwill ich aus dem Weg, die Kinder! Die geht kein Ruhe, die geht kein Ruhe! So, jetzt schauen Sie aber. Jetzt hört ihr mal auf mich weichen, was ich jetzt getan habe. Nun, die Schöne einmal. Ja, ob du dabei zu Wort kommst bei denen zwei Hyänen, da glaube ich nicht. Und ob ich zu Wort komme, ich werde mal zuhören. Die ganze Komödie, die stinkt mir jetzt mal, ne? Das glaubst, ich habe ja nicht gewusst, dass das so weit kommt. Und du, Papa, hör mal auf, da fängt das Spieler. Ah ja, du hast doch gesagt, ich soll das machen. Du siehst ja, wohin der Spaß fährt. Hä? Spaß? Ich habe nicht richtig gehört. Was hast du gesagt? Spaß? Ja, Spaß. Denn mit seiner Fremdsätze hat der Papa ja mir nur mal helfen wollen. Helfen? Ja, jetzt verstehe ich nichts. Wie helfen? Es war nicht der Papa, der in der Sexybar auf den Tisch getanzt hat. Das war nämlich ich. Wie die Frau Holzappel sich geahnt hat. André, mich hat's wo hast denn du deine Keuschheit gelassen?
Na, in der Sexy Bar. Wo dann schon? Das habe ich ja gleich gewusst. Der alte Herr Gatterer, der kann keine so tolle Figur haben, dass er auf das Titelbild passt. So siehst du gerade aus, wo du meine Teer doch hast wieder abschnuddeln. Dass das so weit hat soll kommen, haben die ja im Voraus nicht gewusst. Bei der, die wollte doch nur inrenken. Das war doch nur eine Lappalie. Ja, wie nie verrückt hat, soll eine Lappalie gewesen sein. Theo, Geliebte. Oh. Also, da bist du ja gar nicht so verrückt. Theo, du hast dich wieder opfern. Ja, ja. Papa hat sie ja wieder opfern für mich, ja. Ja? Ja, ja. Papa. Oh, Theo, Geliebte. Du bist einfach gar nicht verrückt. Jetzt nicht. Nur damals, wie ich dich geheiratet hat. Da zeigt sich mal wieder, was ich für eine gescheite Frau bin. Ich habe ja gleich von Anfang an gewusst, dass da etwas nicht stimmt. Ja, ja, so siehst du ja gerade aus. Jetzt wissen wir, wie die Sache gelaufen ist. Ich allein sind schuld daran. Ich allein, ich gebe zu. André. Egal, was du gemacht hast. Das ist mir jetzt wurscht, egal. Du musst mir verzeihen, Mama. Ja, ja. Hauptsache, dein Papa ist nicht verreckt. Und ich kann wieder ruhig schnufen. Komm, gib deine Mama saftigen Schmutz. Und wo bleib ich dann? Eigentlich sollst du ja die geben, wo deine Vater versprochen hat. Oh, nee, um Gottes Willen. Also, wenn schon was Altes, dann lieber der Hemd die Antiquitäte. Na, da habe ich auch ja alt zusammen. Ach, Florence. Ja, Florence. Ja, Florence. Ja, was hast du noch? Wie geht mit dem Koffer da? Ein Fortfahren will ich, sieht man das nicht? Fortfahren? Na, wieso? Ja, wo willst schon du hin? Also der Oma auf Oretal. Ja, was willst du mit der Oma machen in Oretal? Das weiß ich noch nicht. Das wäre schon noch Sinn. Das geht nicht. Ich lass dich nicht sofort. Pass mal auf, Mama. Du willst nicht, dass ich meine andere heirate, gell? Ob du dir da die Mitgift sparen willst? Oder ob du Angst hast, dass ich die Verrücktheit vom Papa auf den Sohn wieder vererbt? Das weiß ich ja nicht. Aber ich heirate trotzdem meine andere, ob es dir passt oder nicht. Und bei dem fahre ich zu der Oma. Die hat bestimmt mehr Verständnis wie du. Und mit dir will ich ja nicht immer krachen. Aha, voilà. Du kannst aber nicht gerade so das ältere Haus verlassen. Das lasse ich nicht so. Ei, was soll ich dann sonst machen? Weißt du mir vielleicht etwas Besseres? Die nicht, aber ich. Camilla. Mein Leb, Camilla. Wie sagst du zu mir, Leb, Camilla? Gerade vor 10 Minuten hast du mich wieder umbringen. Sie will eben doch nur inrenken. Es sind wirklich nur Lappalie. Genau. Na, Lappalie, die nicht verrückt hat, ja. Es war doch gar nichts wie nur der schlechte Versuch, aus dem Nackistanz kein Familiendrama wäre zu lassen. Genau. Ja, ja. Und dort ist auch noch so schön um Verzeihung gebeten. Ne? Also, Camilla, angesichts von so einer Reue, komm doch nicht kalt bleiben, gell? Komm, machen wir zwei den Anfang. Versehen wir uns wieder, ha? Komm, Camilla! Na, war der Mensch, Melanie? Ah ja. Na? Ach ja. Scheiße. Um unsere Freundschaft zu leben, gell? Ja, genau. Ja, jetzt sehe ich, ist der Papa Gatterer wieder gesund? Ja, der ist völlig gesund, ja. Der ist ein braver Papa. Ja, und warum haben die sich gerade versehen? War da vielleicht Krach? War das vielleicht wäre bei dem Nackistanz, hä? Warst vielleicht doch du so getanzt hat, hä? Also es macht doch nichts, ich habe doch gesagt, ich will nichts dabei, das ist doch nicht schlimm. Ah ja, weil du so schönes, gescheites Mäher bist, hä? Und du, Madame der Holzapfel, wir sehen uns auch, hä? Ich will mir ja verzeihen, gell?
Ja, was soll ich machen? André. Kriege ich einen Schmutz sogar? Mensch, was sagt gerade Schwiegermutter zu mir? Oh, Schwiegermutter. Oh. Schwiegermutter. Merci, Mama. Gell? Merci, Schwiegermutter. Na also, oh, und für was war da die ganze Aufregung jetzt gut? Haha, sag das nicht, Theo. Denn so Gewitterer, die tun die Luft reinigen und beweisen, dass man sich noch nach einem Haufen Jahren doch noch etwas sahen hat. Schmutz, Theo. Wenn es Sinn muss, also. Und wo blieb der Min? Na ja, Benjamin, gebe halt den Schmutz, dir bleibt eh nichts erspart. Na komm mal her, Schätzel. Oh. Der Benjamin, das ist ja ein armer Trudel. Mit seiner Camilla muss er bloß Ja und Amen sagen. Und trotzdem hat er sich heute Abend, heute Mittag, ein bisschen mehr zugetraut. Er war ja nicht immer daheim. Er war nicht daheim. Aber auch war ja, wenn er heimkommt und Camilla gibt ihm seine Watsch. Im Roll von Benjamin, Roma Salle. Die Camilla, die redet und redet und gestikuliert, sogar Katsch kann sie machen. Da kommt der Benjamin nicht mehr mit. Und was will er machen? Es Camilla hat doch das letzte Wort. Ich glaube, so eine wie die wünscht sich keinen Mann als Frau. Höchstens, es gelingt ihm das Glück, sie zu zähmen. Im Roll von Camilla, Michel Anne-Marie. Es Melanie, das Arme, es hat ja einer mitgemacht. Erst hat's gemeint, der Mann ist verrückt und er hat nackig gedanzt. Zum Schluss war es der Bo, der ganze Durcheinander angestellt hat. Da muss man ja ein solides Herz haben, um das alles zu verkraften. Melanie hinten, Melanie vorne, alles ist ja Gott sei Dank zum besten Ausgang. Im Roll von Melanie, Silvian Scheidler. Der Theo, der hat sie am besten gemacht. Er hat sie in den Bo geholfen. Und das bestimmt nicht ungern. Er hat halt mehr den verrückten Spielen. Er hat gerne ein Striptease machen und das ohne dass er verschollen ist. Den Narren muss mir ja verzeihen. Schade, dass er schnell vorbei war. Er hat gerne noch Wittisch gemacht. Im Roll vom Theo Gerd Käfer. Der Depp, wenn er nicht so viel gesoffen hat, hätte er bestimmt nicht nackig getanzt. Auf dem Wirtschaftstisch. Und der ganze Ballade hat nicht mehr Sinn. Aber dann hätten wir ja heute Mittag gar kein Theaterstück gehabt. Also was besser so. Im Roll von André René Demirny. Fast sich Geld zu verdienen, macht die freche Lotte alles. Ob das Striptease oder Tanzen und sich fotografieren lassen und das noch nackig, nichts ist eher zu viel. Wenn wir noch heimgehen, machen wir langsam am Grumbierkeller. Vielleicht steht sie dort für ein paar Bilder mit Ochsen machen. Im Roll von der Lotte, Beck Denise. Es ist eine Goldbarre, wo man nur noch lud. Hinne, vorne, oben, unten. Und die zwei Mannskerle haben es natürlich rausgefunden, dass das Geld, das sie mitbringt, in die Ehe ganz wichtig ist. Zum Glück war es da schon schön, mit einem Koch Ahnung hat. Im Roll von Florence, Michel Sonja. Das Jahr haben wir nicht ins Loch gemacht, wir haben ihn dahin in die Ecke geschafft. Ein schönes Lämpel hat er sich installiert, dass er den Text besser sieht, da wo wir ihn vergessen. Im Roll vom Souffleur André Salle.
à la boulangerie Cugel pour la vente des tickets et à tous les bénévoles qui nous ont aidés. Merci und auch all, wenn ihr nicht kommen wären, hätte man nicht brüche Spiele. Ihr habt uns viel Mut gegeben mit eurem Lachen und Klatschen. Und denkt dran, am Grumbierkeller langsam zu machen.